dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Verstehst du? Okay. Die kommt in so einem Kittel mit so gepuderter Perücke und so einem Apfelkuchen, so einem gedeckten Apfelkuchen in Alufolie. Ja. Und das ist die Oberkillerin. Okay. Die kriegst du nicht kaputt. Permanent muss diese alte Oma mit dem gedeckten Apfelkuchen erschossen werden. Und nicht irgendwas Glitschendes. Und denkst, fuck, schon wieder eine Oma. Streter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streter, Hennes Bender und Gary Streberg. Ja. Winnetou. Den Hennes hörst du jetzt nur gedämpft, weil er eine Maske auf hat. Ja. Okay. Gedämpft. 40 Minuten. Dann war er innen gar. Also die Kamera läuft. Ja. Wir können ja anfangen. Mach du die Anmod. Herzlich willkommen zum 66. Streter Bender Streberg Podcast hier aus dem Majestics in Dortmund. 66 Folgen in Waltrop. Wir sind in Waltrop, du. Ja, Waltrop. Ja, meine Güte. Tod ist der ohne Wert für mich. Ganz genau. Ist er ohne Wert auch für mich. Das ist 66. Thorsten Streter, Mandolianer und Gary Streberg. Das riecht ja auch. Wir begrüßen Sie hier. Genau. Und Gundula am Mikrofon. An der Technik. An den Turntables. Ja. An den Turntables. Kann ich den jetzt abnehmen? Und jetzt gibt's noch einen Kaffee. Nimm mal die Maske. Überraschung, ab. Ich bin's. Ja. Wer hätte das gedacht? Dankeschön für den Kaffee. Danke, ja. Andy. Lieber Andy hier. Endlich, jetzt hast du das Ding 10 Jahre, jetzt kannst du es endlich mal gebrauchen. Auf was genau? Singen. Es hat natürlich einen Anlass. Hat einen Anlass, zu dem kommen wir gleich. Genau. Danke, dass Oder wir lassen es einfach so im Raum. Nein, wir lassen das nicht im Raum. Finde ich auch gut. Danke, dass ihr zugeschaltet habt. Lieben Gruß an alle, die uns jetzt sehen, hören und fühlen. Ja. Fühlen? Oh. Hast du mich gerade angepackt? Ich habe dich gerade angepackt. Der hat mich angepackt. Es ging wie ein Schlag durch dich. Wenn euch das gefällt, was wir machen, wie immer natürlich liken, teilen, auch gerne bei Twitter, Thorsten. Ja, wenn euch das nicht gefällt, was wir machen, mach aus die Scheiße. Ja, genau. Gefällt noch Inhalt durch noch Pommes. Mir scheint ja, dass dir das gar nicht gefällt, sonst würdest du das bei Twitter auch mal geteilt haben. Ich bin nicht so der Selbst... Weißt du, ein Klick, ich kann dir das nachher zeigen. Ja, ich bin nicht so der Selbstvermarkter. Dann will ich dann immer einen Satz dazu schreiben, dann distanziere ich mich gleich wieder. Brauchst du nicht. Man will den Leuten auch auf Twitter nicht auf den Sack gehen. Doch, dafür ist ohne Scheiß, das ist genau das, wofür es da ist. Dafür ist es da. Wie mit dem Audiokommentar. Wir haben letzte Woche einen Audiokommentar aufgenommen für The Burbs, für meine teuflischen Nachbarn mit Tom Hanks. Also das haben wir nicht für die teuflischen Nachbarn, sondern... Für eine Firma namens Birnenblatt. Schönen Gruß an Stefan. Birnenblatt. Genau, und irgendwann mal sagte Thorsten, jetzt haltet doch mal die Fresse, ich will den Film sehen. Ja. Das ist natürlich kontraproduktiv. Den Sinn ist. Und Zweck eines Audiokommentars ein bisschen hinterher. Kann ja gut. Lass uns doch mal direkt an die letzte Folge andocken. Kannst du das? Echt? Das kann ich, weil Thorsten hat mittlerweile einen Film gesehen, über den Gary in der letzten Folge referiert hat. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Terminator Dark Fate. Ja, Terminator Dark Fate. Deine 5 Cent hätten wir jetzt gerne. Ja, meine 5 Cent. Terminator Dark Fate ist von Bernd Egger, heißt der Mann. Ja, die neue Stimme von Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger taucht nach etwa 4 Tagen auf in diesem Film Dark Fate. Und macht das fantastisch. Ich dachte mir, fuck. Also wie jemand so einen eigenen Stil haben kann und sich doch so sehr an Thomas Danneberg anlehnen, das war fantastisch. Mhm. Habe ich in die Hände geklatscht. Leck mich an die Füße. Aber. 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 Meinst du, dann sagen wir, bitte. Bitte. Danke, bitte. Danke, bitte. Bitte. Dienstag bitte. Möchte ich ihre Eltern sehen. Ja, genau. Aber der Film ist halt kacke, ne? Also weil. Warum ist er, kannst du das? Ich will ihn gut finden, ja. Also erstmal, Junkie XL, Tom Holkenborg hat den Soundtrack total auf Testosteron aufgebohrt. Hm. Der ist wirklich hörenswert. Da mal auf Apple Music oder so hören, der Track Terminator Dark Fate knallt wie Sau. Man, so Junkie, wollte ich das immer hören. Junkie XL ist der holländische DJ, der damals auch A Little Less Conversation gemacht hat mit Elvis. Und dann hat er sehr viele Soundtracks gemacht. Soundtracks gemacht, ja. Die Soundtracks, die er macht, sind alle eigentlich nicht so gut. Er ist eigentlich gut, wenn er sich auf ein bestehendes Thema draufsetzen kann, Remixes davon liefern kann. Ja, Er hat den damals gemacht für Der dunkle Turm. Den fand ich auch ganz gut, den Soundtrack. Ansonsten haut mich das alles nicht vom Stuhl, was er macht. Er hat mit Hans Zimmer geschraubt an Batman vs. Superman und dann war es das. Natürlich, ja, das war und das. Er heißt aber Tom Holkenborg. Irgendwer muss ihm gesagt haben, dass wenn man renommierte Filmmusik macht, Künstler haben wie Junkie XL wohl nicht so richtig
Genau, bei der Elvis-Geschichte hieß er auch, glaube ich, JXL, weil Junkie und Elvis wollte man nicht so zusammenbringen. Nee, ganz warum komisch wohl? Eigentlich. Ja, seltsam, ja, ne? Ja. Also du warst... Also der Film, Wirkungspause, der Film, die Prämisse, spoilern wir ja, der ist ja schon durch eigentlich. Der ist, ne? Ist durch, ganz lang durch. Ja. Also. Außerdem spoilt man ja eigentlich nichts. Weil es warum ist ja, spoilt man nichts, Gary? Weil das wird der Herr Thorsten jetzt gleich darlegen, weil man ja nichts Neues sieht. Ja, man sieht nichts Neues. Was man sieht, ist wirklich eine der stumpfsten Variationen der Terminator-Grundgeschichte. Es fußt ja darauf, dass es heißt, ne, also zum Schluss, der Terminator ist ja am zweiten Teil, versenkt er sich ja quasi mit dem Daumen hoch und ist dann weg vom Fenster. Bei diesem dritten Teil, der an den zweiten Teil ja anschließen soll, kommt dann aber doch ein Terminator, also ein anderer T-800, es muss ja ein anderer sein, ja, ja. Der andere war ja nur so eine Schippe voller Schlacke, muss ein anderer Terminator, kommt aber und spürt Sarah Connor und ihren Sohn, gespielt vom computeranimierten Edward Furlong, weil der ja auch durch ist wie ein Lappen, auf irgendeiner Karibikinsel oder einer Küste und tötet den Jungen in einer Strandbar, erfüllt seine Mission also. Das ist jetzt der Schluss von Nee, damit fängt der Film an. Okay. Ja, ja, okay, tatsächlich, damit fängt das der Film Anfang, an. Ja. Das heißt also, wir haben plötzlich eine alternative Timeline. Okay. Das heißt, es bleibt dabei, Sarah Connor hält seit Jahrzehnten, die ist auch durch, die ist jetzt so 60, sehr durchtrainiert, gibt den toughen Terminator-Killer und läuft rum, wie Sarah Connor eben rumläuft im fortgeschrittenen Alter und hält seit Jahr und Tag die ganzen Blonzen davon ab, nackt in irgendwelchen Einkaufszentren aufzutauchen. Aber ihr geht einer durch die Lappen. Wie sie so erscheinen halt, die Terminatoren. Ne? Das heißt also, es ist auch jetzt nicht mehr, wie hieß die Firma noch? Skynet. Skynet, es ist nicht mehr Skynet. Skynet hat es drangegeben, es ist jetzt Vodafone, Oracle. Es ist eine andere Firma. Legion. Genau. Die Telekom. Legion, genau. O2 can do. Ja. O2 will do. Ah. Und die, also ist, im Prinzip bleibt es gleich. Diese ganze Apokalypse wird trotzdem kommen, aber von Legion initiiert. Die Raumschiffe werden aber gleich aussehen. Da hat man wohl original Baupläne genommen. Terminator bleiben auch soweit. Sind ja bewährte Modelle. Ist aber eine andere Firma. Kommt also dann doch. Und soweit so schön. Sarah Connor findet dann irgendein Mädchen, von der klar ist, dass sie später die Anführerin, so wie es ihr auch passiert ist. Ja, 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 genau. Zwischendurch wird geschickt aus der Vergangenheit, nein, aus der Zukunft, auch noch so eine Hybrid-Truller. Hm. Der ganze Film gefällt sich darin. Das ist Mackenzie Davis. Dann. Mackenzie Davis, sein, genau. Die also ein bisschen, aber zickt in dem Film, finde ich. Sie ist ein bisschen zickig die ganze Zeit. Typisch Frau, ne? Man hat versucht in dem Film wirklich, die Hauptrollen, Frau, sind, die Hauptrollen sind weiblich besetzt. Die Ethnie spielt eine Rolle, es spielt an der mexikanischen Grenze. Ja, ja, ja. Auch viel. Und da wird versucht, wirklich möglichst viele tagesaktuelle Genderfragen in einem Abwasch zu machen, was ehrenwert und schön ist. Aber dann kommt halt der Terminator. Wo wir früher einen Glitch-Terminator hatten, das haben wir noch nicht gesehen, da kam der Kollege Robert Patrick mit seiner mimetischen Polylegierung, konnte überall durchgehen und hat dich mitsamt Milchtüte an den Kühlschrank genagelt. Das war kurzweilig. Jetzt ist es ein Latino-Mann, ich hoffe, dass es okay ist, das zu sagen, der sich in schwarzes Geblubber verwandeln kann, aber auch abspalten in sein Exoskelett, dann steht er da zu zweit. Wo man sich fragt, wer hat sich die Scheiße denn ausgedacht? Er sieht so ein bisschen Venom. Ja, nur, man muss das ja ein bisschen upgraden, das ist ja, klar. Warum, ne? Warum muss man das? Ich möchte eigentlich, wenn sie sich einen Gefallen getan hätten, wären sie auf die T-800-Modelle zurückgegangen. Oder den T-500. Das einzige wirklich stabile, unzerstörbare Modell, das noch scheißiger ist, mit so Servos wie so ein Robocop. Yeah. Langsam, aber tödlich. Yeah. Aber was nützt dir so eine Superglitsche, die sich nur abspalten kann? Was soll das? Yeah. Nach 10 Minuten ist klar, der ist irgendwie unbesiegbar. Wir rennen nur davor weg. Und ist einfach... Ah, weißt du, dann mach lieber was old fashioned. Aber ist es wirklich dass was hätte ich gemacht? Hätte ich es gedreht, hätte ich gesagt, wir haben eine Version. Ich hätte bei Philip K. Dick geklaut und hätte so eine Variante 2 gemacht. Das ist eine Großmutter mit einem Apfelkuchen.
Verstehst du? Okay. Die kommt in so einem Kittel mit so gepuderter Perücke und so einem Apfelkuchen, so einem gedeckten Apfelkuchen in Alufolie. Ja. Und das ist die Oberkillerin. Okay. Die kriegst du nicht kaputt. Permanent muss diese alte Oma mit dem gedeckten Apfelkuchen erschossen werden. Und nicht irgendwas Glitschendes. Und denkst, fuck, schon wieder eine Oma. Und sie kommt natürlich überall durch. Die kommt über die Grenze durch und ja, genau. Bring nur den Apfelkuchen. Lass, alles mal, klar. Lass mich mal durch hier. Ja. Ich hab nur den Apfelkuchen. Ja, genau. Kasse. Ich hab nur den Apfelkuchen. Genau. Lass mich mal durch. Die zählt immer Kleingeld in die Hand, weißt du? Und das, die hört nicht damit auf, weil sie das Material von ihr abspaltet. Das hätte ich gerne gesehen. Und zwischendurch sagt sie immer, willst du noch was essen? Hast du Hunger? Ja, hast du Hunger? Isst doch wenigstens das Fleisch, Junge. So, ja. Dann. Ist es so, dass der neue Terminator die anderen, ich habe ihn ja nicht gesehen, dass er die anderen Terminatoren nach T2 ignoriert, also T3 und ja, ja, das ja, also so von der Timeline her, aber Thorsten hat natürlich hundertprozentig recht. Ich meine, ich habe mich trotzdem gut unterhalten gefühlt, aber das ist immer aber dein Argument, Gary, sorry, ja, dass ich das aber sorry, dass ich das jetzt aber auch mal sage, das ist für mich erstmal vorrangig, ist das erstmal wichtig, so, aber ich gebe natürlich auch jetzt auch mit ein paar Tagen Zeit, gebe ich natürlich auch zu, dass der Film tatsächlich nichts oder wenig Neues bietet und das Problem ist ja auch, das habe ich ja auch in meiner Kritik schon ursprünglich gesagt, der Quantensprung war ja von dem T-800, von diesem Oldschool-Modell auf das neue, also praktisch von Nokia auf iPhone, das war ein Quantensprung. Ja. So, und jetzt ja, von iPhone auf iPhone 10, ja, es ist, die Technik ist besser, man kann viel mehr damit machen, aber vom Aussehen her und vom Gebrauch her ist es das Gleiche. Vom Inhalt her und das ist vom, es das, ja, das Gleiche. Und das, so ist das, so verhält sich das hier. Ich weiß auch nicht, wie man jetzt den meine Terminator Frage, besser meine Frage hätte ist, gestalten. Weil wir drei, so, habe ich euch gerade gesagt. Ja, mit, so, der, Oma, so, ja, mit der Oma und dem Apfelkuchen. Abgesehen davon. Meine Frage, wir haben ja für unsere Patreons haben wir ja den Audiokommentar für den ersten Terminator gesprochen. Genau. Ja. Da ist uns ja aufgefallen, dass diese Geschichte ja eigentlich dann auch am Ende zu Ende erzählt ist. Gibt es nur eine Terminator-Geschichte, die immer wieder variiert wird? Oder könnte, es gibt hätte diese man zwei legitimen Teile. Das heißt, der erste Teil war billig, hatte Charme, hat Schwarzenegger als Figur eingeführt und hat eine völlig basic Storyline, nämlich der erbarmungslose, nicht aufzuhalten, ja, Killer, Android. Das hat super funktioniert. Das funktionierte einfach. Du hattest einfach nur Schiss, die Tür fliegt auf, er wirft Blumen weg, Pumpgun, schönen Nachmittag noch. Ja. So. Und dann hast du zum Schluss auch noch einen überraschenden Twist. Ja. Als dir klar wurde, was Phase ist. Das war damals eine schöne, 84, fertig. Eine schöne neue Geschichte, die auch in die Zeit passte. Ja, genau. Der zweite Technik Teil war nicht zwingend notwendig, aber wir hatten drei Faktoren. Schwarzenegger war plötzlich ein Superstar. Ja. Und ein die Held. Spezialeffekte waren so weit vorangeschritten, dass man ihn auch als Killer nicht mehr besetzen konnte. Und das gab der Sache einen charmanten Dreh und jede Menge Schauwerte. Ja, mit einem tollen Soundtrack. Und das hat richtig Laune gemacht. Und danach war es auch mit Daumen hoch und Schlacke fertig erzählt. Ja. Es ist natürlich so, man trennt sich ungern von einem Franchise, das erfolgreich ist. Man muss aber auch erkennen, dass die Frikadelle, je länger sie liegt, nicht besser wird im Biss. Ja. Und das ist genau das, was eben passiert ist. Wir haben Terminator-Filme gesehen. Ich mochte aus irgendeinem Grunde, vielleicht auch, weil ich dumm bin, die Christian Bale-Variante Terminator Genesis. Ja, aber warum mochtest du die? Weil da tatsächlich mal eine andere Story erzählt wurde. Ja, ich mochte auch Christian Bale in der Rolle ganz gerne. Der Wortkarge, wo ist die AK-47? Das steht ihm gut zu Gesicht. Und ich mochte es einfach, es hat viel tagsüber gespielt und so, das fand ich ganz nett. Aber wir waren eigentlich fertig. Wir waren einfach fertig. Ja. Und wir sind fertig. Ja. Und natürlich ist ein Arnold Schwarzenegger, der jetzt die 70 überschritten hat, immer noch ein toller Typ, der das immer noch toll spielt, der den Terminator kann. Und für den werden auch die Rollen knapp. Man sagt natürlich, Verkaufsargument für den 72. Terminator ist Arnold Schwarzenegger, der muss irgendwo auftauchen. Ja. Und Schwarzeneggers Rollen werden auch ein bisschen rar, muss man sagen. Er konnte in den 80er, 90ern jede Komödie spielen, weißt du, was er wollte. Aber jetzt ist es halt der Terminator und er besinnt sich auf seine ikonischen Rollen. Was könnte er noch machen? Einen alternden Conan den Barbaren? Kindergartenkopf 2. Das würde ich schon gar nicht mehr machen, ne? Mhm. Ich persönlich würde ihn in so eine Art Action-Nikolaus verwandeln. Ganz finsteres Ding.
Aber Dennis Rayo hat doch diese Rentner-Action-Filme mit wie heißt er noch, aus Lethal Weapon, der Murtaugh. Ja, genau. Da gibt's doch, ich glaube, Donald Glover, genau. Nicht Donald Glover, der. Danny Glover. Genau. Nicht verwandt übrigens. Ja. Donald Glover und Danny Glover. Und da gibt es, glaube ich, drei Teile von. Ne? Das ja, aber, ich ja, glaub, ja, aber das sind Direct-to-DVD-Dinger. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem. Ich meine, ich habe jetzt Rambo nicht gesehen. John Rambo. John Rambo. Warum sagen die Rambo? Rambo. Du sagst ja, weißt du. Ach, ich habe mit Rambock. Ja, klar. Mit aber Lombok. Da hatten wir Lombok. Wir hatten ja dieses Jahr sowieso dann auch mit Man in Black diese Geschichte. Dann steht der neue Ghostbusters an. Das sind, mal ganz kurz, da habe ich auch wirklich das Gefühl, das sind Geschichten, die taugen genau für einen Film. Und dann ist die Geschichte auch erzählt und dann muss man sie nochmal... Der Rest geht über Star-Hybris und ein bisschen Personality und wiedererkennen. Und über die Einführung einer neuen Technik, und das war bei Terminator natürlich, bei T2 natürlich, Warrant Patrick als dieser wunderbare Quecksilber. Ich habe es mir angesehen im Stream, Man in Black... International. Man in Black International. Vier. Das ist natürlich, Chris Hemsworth läuft immer so ein bisschen auf Autopilot. Das ist ja immer der charmante, durchtrainierte, kommst du heute nicht, kommst du morgen, hallo Dri. Und damit erfüllt er das halt. Liam Neeson sehe ich halt immer wahnsinnig gerne. Das war Bernd Rumpf in, glaube ich, so einer vorletzten Sprecherrolle, was mir sehr leid tut. Wo ich allerdings gerochen habe, wie die Pointe ist. Weil er fiel im Fahrstuhlschacht am Anfang des Films und so lange stand Liam Neeson da untätig rum. Ja. Da dachte ich mir so, na komm. Und ansonsten war es angefüllt, das Übliche halt, Verfolgungsjagden, guck mal, ein drolliger Alien im Bart, im Arsch, er wohnt im Mund, er ist der Dackel, sowas halt. Ja. Und das war, es war überhaupt nichts Neues mehr. Ich meine, das wird uns gleich zu einer Sache bringen, über die wir auch noch reden müssen, ein neues Computerspiel. Und wenn es um neue Storylines geht, ich sehe es gerne, gleich ich glaube... Wir reden gleich noch über Luigi's Mansion 3. Ja, richtig. Und tatsächlich glaube ich, dass sich diese ganzen Franchises so ein bisschen über... Ich will nicht sagen auserzählt, aber ich übererzählt. Ich glaube, findest du keinen neuen Ansatz? Ja. Ja, das wird schwierig. Ich glaube, wir werden jetzt eine Ära erleben, und das ist ja eigentlich das Schöne, dass wir in dem Alter sind, in dem wir sind, so leicht über 50. Ist ganz toll. Das Tolle ist, dass wir alles schon gesehen haben. Ich habe jetzt den Punkt, wo ich sage, ich sitze im Kino, kenne ich schon. Und wenn dann wirklich mal was Neues kommt, kann man das dann auch, aber es kommt so wenig Neues. Man wendet sich naturgemäß den kleinen Filmen wieder zu. Ja. Also das ist tatsächlich, es gibt kaum einen Film, auf den ich gespannter bin dieses Jahr, als auf The Irishman. Ja, The Irishman. Nächste Woche Mittwoch, Irishman lief zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufzeichnen, bereits im Kino. Ich habe mich entschieden, den Film nicht im Kino zu sehen, denn folgender, er ist zwei... Sollte man aber. Ich weiß, aber er ist 2,5 Stunden lang, ich werde ihn zu Hause schön auf der Leinwand gucken. Er lief nur einen Tag. Über Netflix, ja, warum lief er im Kino? Weil er auch für die Oscars natürlich, So, und da sind wir genau bei dem Thema, was ich mit euch besprechen möchte. Das ist die Aussage von Martin Scorsese, dass die ganzen Marvel-Filme, er ist ja schon ein bisschen leicht zurückgerudert, er ist ja ein kluger Mann, er ist ein alter Mann, aber ich finde, er hat einen Punkt. Er sagt, die Marvel-Filme sind eigentlich keine Filme, sondern sie sind Theme-Park-Filme. Sie sind natürlich Theme-Park-Filme. Ja. Das ist aber das, was wir sehen wollen. Genau. Was ein Martin Scorsese nicht sieht, ein großer Filmkenner, was er nicht sieht, ist, dass ich mit Iron Man aufgewachsen bin, mit der Actionfigur und mit dem Comic und mit Batman und mit dem Comic, und dass das für uns nicht einfach ein Theme-Park ist, weil der Theme-Park unser Leben ist. Und wir reiten die ganze Zeit in sehr beschissenen Achterbahn rum und freuen uns darüber, dass Iron Man den Anzug anzieht und so weiter. Und das ist halt, das ist ein Teil der Kultur, die ihm abgeht, weil er einfach in den 40er Jahren Kind war. Genau. Und da diese Dinge nicht hatte. Er ist mit ganz anderen Filmen groß. Ich glaube aber auch sein. Man muss auch sagen, dass das Martin Scorsese, da kann man auch hingehen und kann sagen, hör mal zu, bei dir ist auch immer das Gleiche. Du nimmst ein Stück amerikanische Geschichte der 40er, 50er oder 60er, Joe Pesci tritt einen zusammen oder bringt ihn mit dem Kugelschreiber um, wenn er Harvey Keitel hast, hast du Glück, sonst nicht. Und Robert De Niro versucht das Ganze über mehrere Epochen so ein bisschen durchzumoderieren. Casino und Goodfellas waren sich schon sehr ähnlich, aber du darfst auch nicht vergessen, Das sind halt Filme, die Spaß machen, stilbildend sind. Scorsese auch Filme gemacht hat wie Zeit der Unschuld und wie den wunderbaren Hugo Cabret, der ja 3D war, der für mich der
der 3D-Filme schlechthin war. Und da sind wir wieder bei Theme Park. Ich glaube, seine Kritik hängt damit zusammen, dass er natürlich findet, und wie ich finde auch zu Recht, dass Disney und Marvel mit ihren Blockbustern, mit Star Wars und mit den Marvel-Filmen auch die Filmverleihpolitik so beeinflussen. Das heißt, wenn du ein Kino hast und einen Disney-Film kriegst, einen Marvel-Film kriegst, dass du quasi dann verpflichtet wirst oder gezwungen wirst sogar, die Filme dann so und so lange laufen zu lassen. Du musst da irgendwelche, glaube ich, irgendwelche Knebelverträge unterschreiben. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt von Scorsese, ist, dass gute kleine Filme, unter den Tisch fallen. Und das hat man leider halt. Ne? Ja, gut, aber das war auch immer schon so, nicht so extrem. Ja. Die Kinobesitzer wurden nicht so extrem geknebelt. Zum Beispiel, dass das IMAX am Potsdamer Platz wird jetzt schließen Ende des Jahres. Okay. Echt? Weil die einfach sagen, pass mal auf, was uns das kostet im Ertrag zu dem, wer kommt, das bringt es nicht mehr. Ja. Wir machen zu. Ja. Das ist so, IMAX wird den Arsch zukneifen. Ja. Das ist natürlich bedauerlich. Andererseits, weißt du, ich freue mich darauf, dass ausgerechnet Martin Scorsese einen Film für Netflix macht, ja, für den er richtig Kohle rausgehauen hat. Warum macht er den bei Netflix? Weil die anderen Studios gesagt haben, das ist uns zu teuer, das ist uns zu lang. Ja, klar. Und Netflix macht halt das, was Netflix macht, sagt, hier hast du das Geld, mach. Und da kannst du ihnen nur dankbar sein. Da kann man Netflix einfach nur dankbar sein. Ja. Dieser Begriff Theme Park Movies, weil du das sagtest, dass man genau das sehen will, das ist ja, da haben wir uns ja so drauf gefreut. Ich weiß nicht, ich saß im ersten Iron Man Film und dachte so, oh mein Gott, der Film macht total Spaß, ist aber auch gleichzeitig noch gut. Es gab noch diesen Plot, ne, wo er dann in Afghanistan gefangen worden ist. Nicht jeder Marvel-Film hat jetzt diesen Anreiz. Ich sag nur Logan. Ja? Ja. Logan ist zum Beispiel auch ein Film. Ich erinnere mich zum Beispiel auch in einem Film wie Spider-Man Homecoming an die Szene zwischen Michael Keaton und Tom Holland im Auto. Das ist Scorsese, Entschuldigung. Ja, das ist natürlich. Das ist original. Das erinnert mich total an die Szene in Taxi Driver mit Robert De Niro und Scorsese selber. Scorsese wird in jedem dritten Film beliehen. Ja. Ja, genau. Im Joker, einem der größten Comic-Franchises, das jemals Geld verdient hat, ja. Ist Scorsese wie ein Leichenflatterer von links nach rechts gedreht worden. Ja. Also, das ist klar. Ja. Nur, was wir bei Marvel, solange sie uns wo uns ein Batman vs. Superman eine halbwegs nachvollziehbare Geschichte erzählt, ist das bei vielen Marvel-Filmen schon große Erzählkunst, die man gar nicht vorausgesetzt hat. Hauptsache Iron Man fliegt. Und darüber haben wir uns ja gefreut. Ja, natürlich ist bei Avengers Endgame, geht das irgendwann derartig über Tisch und Bänke und wird derartig operettenhaft, dass du das bei 4000 Leuten noch nicht mehr anders auf Kette kriegst. Aber wir haben die Geschichten vorher gehabt. Zum Schluss wollen wir sehen, wie es auf die Fresse geht. Die Geschichte ist zu Ende geführt worden mit Endgame. Ich meine, wir werden bei unserem Jahresabschluss-Podcast nochmal über die Filme des Jahres auch nochmal sprechen. Aber auch, ich meine, bei Endgame, da gab es die Szene mit Paul Rudd mit Ant-Man und seiner Tochter, das war großes Gefühlskino einfach. Ja, genau. Und es gibt eigentlich in jedem Marvel-Film, bis jetzt vielleicht auf Black Panther, den Schlunzen. Euch sind gerade die Kopfhörer aus dem Ohren geflogen. Egal. Wir können das ein bisschen zurückregeln, ne? Oder? Geht das wahrscheinlich. Genau, Also, aber es ist eine sehr interessante Diskussion. Und wie gesagt, wir werden den Irishman auch sehen und auch darüber reden. Aber ich glaube, dass solange solche Theme-Park-Filme so erzählt werden, wie sie erzählt werden, und zwar gut erzählt werden und neu erzählt, dass man im Kino sitzt und so denkt, okay, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Es ist Theme Park Personal, aber für mir bedeuten die Figuren einfach was. Ja, natürlich. Und das ist eine Sache, die ein Scorsese auch nicht wegreden kann. Genau. Und das, Gary und ich haben gestern einen Film gesehen, den Thorsten noch nicht gesehen hat, den Thorsten aber ganz gewiss sehen wird. Der, achten Sie nicht auf das Geräusch im Hintergrund, das ist irgendwelches Untier, das was gerade hier so macht. Ui. Gerhard und ich haben gestern Dr. Sleep gesehen. Oh, danke. Thorsten bekommt gerade Taschentücher gereicht. Das ist natürlich herzallerliebst. Danke, Gundula, an dieser Stelle auch. Ja. Dr. Sleep haben wir gestern gesehen. Bester. Thorsten kennt Metzenbaumschere. Dr. Eisenbart. Gary, du hast eine Nacht drüber geschlafen? Ja, tatsächlich. Ja, ich wollte damit sagen, erzähl mal, was du jetzt fandest. Also ich kenne natürlich die literarische Vorlage nicht. Ich schon. Dazu nichts. Ja, ich weiß. Eben. Du, aber du kennst den Film nicht. Also von daher, nee, aber du.
Auch da meine erste Bauch aus dem Bauch heraus Kritik. Ich fühlte mich gut unterhalten. Du bist nicht eingeschlafen. Ich bin nicht eingeschlafen. Wollen wir mal sagen, 2,5 Stunden ist der Film lang. Und das ging, das war ziemlich kurzweilig. Auch wenn ich nicht so richtig kapiert habe, warum manche Figuren, ich will jetzt hier nicht spoilern, warum manche Figuren überhaupt da waren und warum sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Ja. Aber die erste Frage, die ich mir so nach der Hälfte gestellt habe, vor allen Dingen nach einer ganz bestimmten Szene, ist: Was hat Stephen King eigentlich gegen Kinder? Was ist da los? Ja, ja. Also wir haben jetzt zwei Filme gesehen in diesem Jahr, wo Kinder sowas von das Ziel ist. Das gab auch noch Frühstück der Kuscheltiere, Friedhof der Kuscheltiere. Frühstück. Ach ja, den kannst du auch noch dazu. Das sind auch nehmen, drei. Bringen Sie diese Frühstückszerealien auf den Mickmack-Friedhof. Ich meine, man weiß ja, Kinder sind ja immer gern gesehenes Opfer. Kindermord ist, jetzt hole ich irgend so ein Sprichwort. Ja, genau. Auf jeden Fall ist das Brot von Stephen King. Kindermord, genau, ist das Brot von Stephen King. Nein, aber tägliche Brot das ist Kindermord. Dieses Thema taucht ja öfters auf. Was hat Stephen King gegen Kinder, Thorsten? Stephen King hat nichts gegen Kinder. Okay. Der Tod eines Kindes ist das maximale Trauma. Absolut. Worst-Case-Szenario. Und das ist... das haben wir in Dr. Sleep. Mehrmals. Und das haben wir in Dr. Sleep wahrscheinlich mehrmals, wie wir es auch in S mehrmals hatten. Das ist halt der Tod der Unschuld. Ja. Und das, ja gut, es geht wahrscheinlich um den Knoten, also diese Sekte, die unterwegs genau. ist. Genau. Den ganz speziellen. Heißt die da auch der Knoten? Ich glaube, es heißt der Knoten. Wir haben ihn noch Knoten. Englisch gesehen. Ja, der Knoten. Da hießen sie wahrscheinlich The Knot. Wie fandest du denn jetzt als dem King-Fachmann? Jetzt mal den noch gar nicht gesehen. Vom Film. Ja, er hat das Buch gelesen. Ach so. In dem Buch geht es im Wesentlichen darum, dass der Dr. Sleep genannte Mitdreißiger Danny Torrance ist, der überlebende Sohn, der besondere Fähigkeiten auch hat, die wunderbar eingeführt werden in dem Buch, wenn es um Spuk geht und so weiter. Und Er hat das Shining. Ja, genau, er hat das Shining. Das leuchtet. Und Dr. Sleep neigt zudem dazu, Menschen in den Tod zu begleiten. Das wird da auch so sein. Ja, ne? Das macht er auch im Film. Ja, er ist jetzt nicht mehr eine Eisenstange, sondern Menschen, die von sich aus sterben. Ja, ja. Und Dr. Sleep ist schon, welcher Gehirnamputierte in den Präfrontallappen reingestrüllte Hampelmann hat denn den Titel erfunden, ey? Man kann es nicht deuten. Dr. Sleeps Erwachen. Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen. Ja, Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen. Geht es nicht. Wir haben gestern mit Antje drüber gesprochen, mit der Dame vom Verleih. Vom Warner Brothers. Genau, vom Warner. Und sie hat gesagt, ich war es nicht. Ich glaube, wir hatten Antje vermutet. Ja. Antje, was ist da los? Antje, was war los? Ich glaube, dass oben drüber Stephen Kings steht und dann Dr. Sleep, ist es, das kann man noch durchgehen lassen, ne? Aber Dr. Sleeps Erwachen. Zwei Sachen. Einmal, Stephen King muss natürlich sein, damit die Leute wissen, was Phase ist. Dann Dr. Sleep ist ja per se, es geht um einen Doktor und der schläft. Das ist erstmal nicht so gewinnend. Ja, sie setzt nichts voraus. Du hättest auch genauso gut sagen können, S2, böser Clown im Gulli-Film. Das wäre auch ein guter Untertitel gewesen. Ja, genau, finde ich auch. Und das ist einfach schlecht. Ihm ging es da um eine Phonetik, Dr. Sleeps Erwachen. Das soll irgendwie so ein, weißt du, aber es ist aber lächerlich. Der Film heißt Dr. Sleep. Dafür ist ja berühmt und berüchtigt. Aber lass uns da mal drauf rumreiten. Ja, bitte. Okay, Dr. Gut. Sleeps Erwachen. Was haben wir denn noch? Eier am Wandern. Was? Wir hatten dieses Jahr Toy Story. Der Toy Story 4 hieß Toy Story. Wir hatten More Money, mehr Geld. Wir hatten Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis. Zwei abgewichste Profis ist super. Das kann ich so. Zwei abgewichste Profis kann man so stehen lassen. Das ist der einzige gute Titel, wo ich mir sage, es gab ja mit Tom Selleck in Von Bullen aufs Kreuz gelegt. Das ist mein persönlicher Liebling auf DVD. Ja, ich glaube, wir müssen eigentlich froh sein, dass der Film nicht Dr. Sleep Shining 2 heißt. Ja. Denn es ist die Fortsetzung zu Shining. Die Geschichte von Danny wird weitererzählt. Ja, das ist ja immer so bei überlebendem Personal. Es ist nicht quasi die Fortsetzung von Shining. Sondern? Das ist eine Weiterführung der Lebensgeschichte von Danny Torrance, den wir gar nicht mehr am Zettel haben. Und damit ist es die Fortsetzung von Shining. Gewissermaßen. Ja. Aber sie spielt nicht viel im Overlook, oder? Na, nur in Rückblenden, in Rückblenden. Doch, schlachten sie es aus. Wie ist es denn im Buch? Rückblenden an seinen Vater. Okay. Endet der Film im Overlook? Ich habe den Film nicht gesehen. Endet das Buch im Overlook, Entschuldigung. Das habe ich offengestanden vergessen. Okay. Für mich besteht der Film aus zwei Teilen. Und zwar aus der, wie ich finde, sehr gelungenen, aus dem sehr gelungenen ersten Teil, der Motive
von Shining aufnimmt. Es ist also nicht nur die Fortsetzung des Buches, sondern auch die Fortsetzung des Films. Wir alle wissen, Stephen King mochte The Shining nicht, aus Gründen, weil er einfach fand, dass Jack Torrance der Weg nicht, zum Wahnsinn nicht, ja, nicht gegangen wurde. Weil ab Szene 1 sah Jack Nicholson genau, wahnsinnig aus. Er mochte ihn nicht aufgrund, weil er den Eindruck hatte, dass Kubrick zu technisch an den Horror rangeht. Ja, und das ist einfach Fahrstuhltüren mit Blut mochte er am Anfang auch nicht, was eine sehr schöne Miniaturszene war. Und das, du hast nicht viele Motive aus dem Buch Stephen Kings, die er sehr langsam aufbauen, in diesem Film wiedergefunden. Allerdings zeigt uns jetzt die Zeit, 40 Jahre, dass immerhin Kollege Kubrick eine eigene Bildsprache gefunden hat, ja, die seitdem milliardenmal zitiert wurde. Ja, 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 ja. Von daher müsste King auch milder hier gestimmt sein. Was ist er ja auch. Ist er ja auch. Er hat ja schon getweetet, dass man sich den Film angucken sollte und die Bildsprache wird das in diesem... Das sagt er eigentlich bei jedem Film, wo Stephen King drüber steht. Inklusive ja. Rhea M. Es geschah ohne Warnung, wo er selbst Regie geführt hat. Er lobt die Filme immer und sagt, bei allem, es wäre scary, gruselig. Ich mag Stephen King, aber Stephen King gibt auch immer Buchtipps ab und lobt jeden dahergelaufenen Schlumpf, der ein Krimi geschrieben hat, als einen Meister seines Fachs. Und aber klar soll man den gucken. Ganz kurz eingehakt, es gibt bei YouTube ein sehr schönes Zwiegespräch zwischen Stephen King und Lee Child, dem Autor von den Jack Reacher Romanen. Lee Child mag ich sehr gerne, weil ich den Charakter Jack Reacher sehr gerne mag. Das ist nur dazu. Also der ein glatzköpfiger, umherreisender ehemaliger Militärpolizist ist, der eine Scheckkarte dabei hat und eine Zahnbürste und der nicht so aussieht sonst wie mit Tom Bus Cruise fährt, ja. Ja, der nicht so aussieht wie Tom Cruise. Also keiner sieht weniger aus wie Tom Cruise als Jack Reacher. Ja. Der also, bald als Serie kommen wird. Sind wir sehr gespannt. Also, das Problem bei Shining im Film war, dass das Thema Alkoholismus zwar da war, aber im Buch natürlich, und es ging Stephen King, glaube ich, da zu der Zeit, als er so Shining geschrieben ist, auch darum, seine eigene Sucht zu bekämpfen. Ja. Das ist ein Thema, das in Dr. Sleep sehr prominent ist und sehr gut behandelt wird. Der ist ja auch ein Trinker. Ja. Also ja, er hat ja so defizitär ist er unterwegs. Genau. Bei der Traumaverarbeitung. Also ich fand der erste Teil, der sich nicht von The Shining distanziert hat, aber der auf eine sehr, sehr angenehme, clevere Art und Weise den Film zitiert hat. Es gibt ein paar Lookalikes, es gibt ein paar die bekannten Szenen, die man kennt, die Szenen, die auch immer zitiert werden. Ich sage immer nur Ready Player One. Mhm. Ja, das ist echt ein bisschen schade, dass Ready Player One das auf einem technisch so hohen Niveau vor 2 Jahren vorweggenommen hat. Mhm. Sonst hätten wir jetzt so ein Monster-Callback. Aber den hat Steven Spielberg uns so ein bisschen geraubt. Ja, aber es war perfekt, Thorsten. Ich meine, natürlich. Ich saß neben dir und natürlich. Wir alle atmeten nur ein und dachten so. Und dann es war perfekt, aber auch schade, weil das ja irgendwann kippt, dieses perfekte, ich habe mir die 4K-Version gekauft, dieses perfekte Shining-Gefühl mit der Musik und in dem Hotel kippt ja irgendwann dann, wenn es die tanzenden Untoten gibt Grube, ja, die so typisch Steven Spielberg sind, so Horror der Ja, aber ich fand, da ist der Übergang zu Kubrick und Spielberg auch einfach da. Ja, das Problem ist einfach jetzt beim zweiten Teil oder bei der zweiten Hälfte von Dr. Sleep ist es, dass so auf die 12 ist. Ja, es gibt also, es ist angefangen von dem Musikthema, dann die Kamerafahrt über den See, die 1:1 in dem ersten ist. Und das ist im ersten Teil nämlich so schön gelöst. Es gibt so viele schöne Kameraeinstellungen, die heute natürlich mit Drohnen gemacht werden, ja, wo du dann von oben die Kamera hast. Diese lange Straße es gibt diese eine Szene bei Danny im Zimmer. Es gibt einen Kameraschwenk und wieder zurück, wo ich dir gesagt, das ist Kubrick, das ist original. Ja, auch da hat jemand genau die Bildsprache von Kubrick verstanden und auf eine neue. Auch wo neue, Danny Torrance sich bewirbt für einen Job. Exakt die gleiche Einstellung wie das Bewerbungsgespräch von Jack Nicholson damals. Ja. Und also da gibt es ganz viele Zitate, aber man muss natürlich auch sagen, es wirkt alles so ein bisschen. Der zweite Teil. Ich weiß gar nicht, du wirst das wissen, Thorsten. Hatten die damals, ich weiß es wirklich nicht mehr, das Overlook, war das eine Kulisse im Studio oder war das? Nein, war das, das Overlook war das Hotel. Das Hotel Overlook war ein völlig anderes Hotel, das auch völlig woanders stand, aber es war ein Hotel. Es war ein Hotel. Nachdem sie lange gesucht haben. Okay, alles klar. Ja, weil das ist hier, ein Hotel dann gedreht worden. Hier ist es offensichtlich natürlich. Ist es eine Studio- Richtig lustig war bei den Hexen von Eastwick. Bezieht Daryl Van Horn, gespielt von Jack Nicholson, irgendwann dieses Haus
Und das, dieses Haus, in dem er so spielt, wo dann sein komischer... Ah, den würde ich gerne mal wieder sehen. Sehr schön, ja. Das Haus, in dem er lebt, ist das Rathaus von Boston. Das haben sie dann mal geräumt für Renovierungsarbeiten. Und da, das ist ja wirklich so ein bisschen renoviert. Sehr opulent. Da konnte er das ganze Rathaus von Boston als sein Haus benutzen. Also ich finde, wie gesagt, die zweite Hälfte von Dr. Sleep, wir werden im Dezember darüber reden, wenn du ihn auch gesehen hast. Es ist, ja, wann kommt er eigentlich? Ich will nur ganz kurz sagen, also was ich fand den Film sehr, ab einem gewissen Punkt sehr vorhersehbar. Ja. Weil du wusstest ganz genau, auf was das hinausläuft und auch das ganze Ende, auch was passiert mit den Figuren. Ich fand das Mädchen, was da die Hauptrolle spielt, die... Großartig. Oh mein Gott, die ist so toll. Man sagt ja immer, von der wird man noch viel hören, von der wird man aber bestimmt viel hören. Das ist eine ähnliche Entdeckung wie die Beverly aus It. Die junge Beverly. Absolut. Ja. Also die spielt großartig. Ja. Auch so wie, ich meine, Thorsten, du wirst das wissen aus dem Buch, wie die so mit diesem Hauptantagonisten umgeht und so, das ist alles großartig. Also es ist ein Showdown, den du vorhersehen kannst. Und das ist nicht so selten bei Stephen King. Nee, das stimmt ja leider. Was mir wieder aufgefallen ist, ist, dass da wieder Sachen passieren, die keinerlei Konsequenzen haben. Weißt du? Also bei S, da hat man sich gefragt, sag mal, gibt's da überhaupt Polizei? So, ist da überhaupt was? Und da ist das so ähnlich. Man sieht natürlich die obligatorischen Missing und dann irgendwie das Kind, was gesucht wird. Und das gibt's natürlich. Aber ermittelt wird da in keinster Weise. Aber das muss vielleicht auch gar nicht sein. Aber es ist nur so eine Sache, die mir immer auffällt, dass da das Böse wirklich so völlig ungehindert Wie fandest du Frau Ferguson als fand ich großartig. als Antagonistin? Obersecken. Ja. Ich fand das mit dem Hut ein bisschen merkwürdig, aber ich Hut bin mit dem Hut. Ja, mit dem Hut. Ist in dem Buch aber so. Ja. Wird das erklärt irgendwie, weil im Film wird's einmal halb. Sie gehen davon aus, du hast das Buch gelesen. Ja, das war also eine coole Geschichte. Wir werden mehr über Dr. Sleep reden, wenn Thorsten ihn gesehen hat. Viel mehr über Dr. Sleep. Ja, aber fanden wir den jetzt gut? Fandst du den gut? Ich bin zwiegespalten. Ich fand die erste Hälfte sehr gut, wie damit umgegangen worden ist und halt auch wie subtil die Kubrick-Bildsprache eingesetzt worden ist. Und das war halt im Teil 2, also im zweiten Teil, der dann auch spielt, einfach zu sehr auf die 12. Das hätte viel weniger sein müssen. Bei der Szene, die wir gesehen haben, wir haben den Film ja zusammen gesehen, die in der Bar spielt, du weißt, Lookalike. Ja. Ich dachte, okay, es ist zu lang. Aber das wollte man, da wollte man halt genau diese Szene kopieren, die es im Original gibt. Ja, spricht das Problem an, es wird zu viel kopiert aus dem The Shining. Habt ihr den Trailer gesehen zu The Outsider? Zu der HBO Miniserie? Was ist das? Nee. Hat das was Stephen mit King, The Outsider? Nee, habe ich nicht gesehen. Das Buch, das einer der neueren Bücher. Outsider ist doch kein neues Buch. Ist das? Ja, also aber Outsider, so? Doch, Outsider ist ein neues Buch, ja. Ja, Outsider so brandneu jetzt nicht mehr. Ja, doch, aber Outsider ist das vorletzte Buch. Das wird von HBO, wird es da demnächst eine Miniserie geben und der Trailer ist schon raus und Jason Bateman spielt die Hauptrolle. Geil. Und da geht es ja auch über Tische und Bänke und auch wieder sind Kinder mal wieder... Mehr zu Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen in der neuen Deadline, die unglaublich dick Stephen ist. Stephen Kings Dr. Sleep, lass uns das einfach mal unterstützen. Lass uns das einfach sagen, Das ist, die unglaublich dicke Interview mit Ewan McGregor. Deadline ist wirklich, fantastisch. Deadline ist der Manufaktum-Katalog unter den Filmmagazinen. Ja, wirklich, ja. Das hast du sehr schön gesagt. Ich hatte das große Vergnügen, über drei Filme beziehungsweise eine Dokumentation in der Deadline zu schreiben. Ich rede über die dritte Staffel von True Detective und über Dracula jagt Minimädchen, der schon öfter auftaucht. Den ich sehr gerne mochte. Der Titel ist vollkommen hirnrissig, aber damals kam der Minirock auf. Genau. War ein ganz großes Minimädchen, Ding. Das sind kleine Minimädchen. Und ich rede über Batman und Bill, über den wir auch in der letzten Folge gesprochen haben. Und in diesem in der Deadline wird auch ein Videospiel besprochen, das du schon gespielt hast, Thorsten. Oder schon sehr, sehr früh gespielt habe. Ja, vor erzähl euch mal bitte, allen. Um was geht es denn? Es geht um Death Stranding. Ja, hier sind wir. Den kenne ich doch, den Schauspieler. Immer der Kollege, der immer kommt. Ich habe es früh gespielt. Sind wir etwa privilegiert? Oh, wir sind ein bisschen privilegiert. Ja. Und was soll ich sagen? Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Okay. Also, ich habe das Ding runtergeladen, es lud nicht kurz. Dann habe ich den 4K-Beamer angemacht, alles abgedunkelt, dann ging das los. Ich weiß nicht, womit ich dieses Spiel vergleichen soll. Dieses Spiel gibt dir auch keine Erklärung, das ist Show, Don't Tell.
Was dir klar ist, ist, dass du natürlich irgendwo eine Synopsis vorher aufgeschnappt hast, aber wenn du das nicht tust, beginnst du dieses Spiel und du siehst da Norman Reedus auf einem Motorrad und er ist quasi eine Art DHL-Fraggle. Nach dem Zusammensturz, was ich dir nach und nach erzählt, der Zivilisation, dadurch, dass der Tod auf der Erde gestrandet ist, frag nicht, gibt es nur noch eingezäunte Areale und diese sind in sich abgeschlossen, da kommst du auch nicht rein, auch nicht in dem Spiel. Und du bist an der Paketboote, du bringst allen möglichen Shit von einer Region in die andere und musst ein bisschen aufpassen. Mal kommt der Zeitregen. Der Zeitregen führt dazu, dass wohin der Regen fällt, fängt alles an zu altern. Was nicht schön ist, wenn du da mal aus Versehen die Hand raushältst oder das Gesicht oder die Füße. Und dann gibt es noch Kreaturen, die du nicht sehen kannst. Du siehst nur deren Fußabdrücke. Du musst die Luft anhalten, wenn sie kommen. Sonst scheiße. Sonst ziehen sie sich in die Schmocke und du kämpfst gegen einen Endgegner, der aussieht wie eine riesen Sackratte. Plötzlich. Du kannst das aber umgehen, indem du natürlich ein besonders intelligentes Baby in einem Brutkasten bei dir trägst. Natürlich, mit einer Antenne, die dann dazu führt, dass man wenigstens die Richtung sieht, wo die Dinger sind. Ja. Ey, frag nicht. Also das Spiel fußt auf keinen Koordinaten, das wir aus anderen Spielen kennen. Die Geschichte erinnert uns ein bisschen an The Postman. Die Geschichte erinnert aber derartig vage an The Postman, dass sie genauso gut erinnern könnte an Carlson vom Dach. Also ja, genau. Okay. Ich kenne diese Geschichte nicht. Es ist noch nie eine Geschichte da gewesen. Ja, aber okay. Ist sie denn gut? Das ist eine interessante Frage, weil es keine Koordinaten gibt wie jetzt müsste meiner auf mich schießen. Ja. Weißt du? Ja. Es ist so ein Open-World-Ding. Es ist kein richtiges, ja, es ist nach Arealen abgegrenzt, also so halb Open-World, ja, ja. So ein Semi-Open-World, okay. Halb-Pensions-Open-World. Und es ist aber... Der Begriff bitte ab jetzt immer verwenden. Ein Halb-Pensions-Open-World. Ja, Open-World und Halb-Pension. Es ist unfassbar faszinierend auf eine Art, wo du keine Koordinaten in irgendwelche Richtung hast, weil der Kojima ist entweder ein Genie oder hat Lack gesoffen. Ich glaube, dass beides der Fall ist einfach, weil der konsequent mit deinen Sehgewohnheiten bricht, konsequent mit einer gewissen Erzählstruktur bricht, dich erstmal im Unklaren lässt, dich Dinge machen lässt. Es ist hochgradig meditativ als Spiel, gleichzeitig ist es wirklich aufwühlend, wenn Filmsequenzen dazwischen kommen. Das sind früher die Sachen, die bei Metal Gear Solid immer extrem auf die Fackel gingen. Ja, ja, ja. Das ist irgendwie auch da kommt Rabenstiefelmann, der über Stunden eingeführt wird, bis er zum Schluss als Sniper auf dich schießt, in so einer komischen Perspektive. Hier ist das allerdings so, dass du denkst, komm, gib mir mal eine Zwischensequenz, Alter. Ja. Das ist eine Phase. Ja. So, und das macht er auch. Der bedient dich. Hideo Kojima hat Spiele gemacht wie unter anderem Last of Us, glaube ich. Die, ne? Metal Gear. Nein, Last of Us. Wenn er Last of Us, dann wäre er immer noch am Erzählen. Ja. Okay. Nee. Dann hätten die keine Köpfe und du weißt nicht warum. Also Norman Reedus spielt mit, sieht genauso aus wie... Mads Mikkelsen, genau. Ja, Norman Reedus Metal spielt Gear mit. Solid. Ich finde, Norman Reedus sieht so ein bisschen aus wie Vincent Perflin. Hat auch ähnlich kleine Augen. Wann das wohl liegt. Man weiß nicht. Mads Mikkelsen und Lea Seydoux spielen mit. Ist es eine Empfehlung oder nicht? Es ist nur unbedingt. Ja. Du hast so ein Spiel noch nie gespielt. Okay. Und... ich mache das ja so, ich mache das wie Käse oder ich sage einmal billige Cracker zu Wein. Ich spiele Wein und wenn mir das dann etwas zu wirsch wird, mache ich den Call of Duty rein. Das ist ja schön, wenn man nach links gehen und mach mal eben Häuserkampf oder Gunrunner, irgendeine Map, wo ich stumpf durch die Gegend renne. Und das ist dann mein Cracker, den ich brauche, um den Wein wieder genießen zu können. Wie lange muss man an so einem Spiel dran sein, wenn man das spielt? Das ist bei dem Spiel, man redet da von 50, 60 Stunden mit der Option. Nein, aber so am Stück, wenn du sagst, okay, du spielst jetzt... Das ist kein Casual-Spiel, ne? Nach 4 Stunden schlägt es dir aufs Gemüt, auf so eine, kann ich nicht beschreiben, wo du sagst, okay. Boah, ey, ich mache mir jetzt ein Brot, so, weil das ist dann irgendwie auch mal gut, weil du trägst ja dann auch schon mal Kisten mit dir rum und bringst die einfach irgendwo hin. Ja, aber du bist ja ein Lieferant. Genau, ich habe in einer Kritik gehört, dann klingelt's, wenn ist keiner da, dann schmeißt du eine Karte rein. Dass dir das aber als Spieler, dass dir das so eine gewisse Befriedigung bringen soll, dass wenn du dann tatsächlich so ein Paket erfolgreich abgeliefert hast. Dass DHL, das also Spiel. Also so sehr, sehr lustig, wie in der Vorweihnachtszeit sehr viele Paketdienste dieses Spiel zu Leuten bringen werden. Der Gedanke gefällt mir. Die tiefe Subebene dahinter. Ich glaube, dass nicht viele, viele Leute von DPD Spaß an dem Spiel haben in ihrer Freizeit, weil sie sich fragen, was soll das hier? Und das ist, aber ich verstehe mittlerweile, dass Paketboten
eine Gefahr sehen, dann wegrennen, du kriegst das Paket doch nicht. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich habe übrigens Call of Duty zu Ende gespielt, den Story-Modus. Ja, der Story-Modus war ja man spielt den Story-Modus bei Call of Duty natürlich aus einem Grund, dass man schon mal einen Blick auf die Maps geworfen hat. Man kommt ja oft an Gegenden vorbei. Ja, ich fand viel Spaß dran gehabt. Jack Ryan-Teil. Da war ich musste hinterher so lachen, da war diese eine Mission ziemlich am Anfang mit diesem englischen, in England mit dem Haus, nachts, ja, wo die sich alle so in Stellung gebracht haben. Ja, weißt du, da ging es ja, der Eingang war in so einer Souterraine, war so ein Souterraine-Eingang, genau. Der Souterraine, wie man auch mal sagt. Mein Cousin im Souterraine. Die einen Soldaten standen oben. Und Captain Price, der ja super gespielt ist, muss man mal echt sagen. Ja, Captain Price, ein ganz billiger Vogel. Der stand unten. Tada, mit der, Captain Price. Das ist Captain Sonderprice. Ja. Sorry. Der stand unten und hat mit der Axt und will jede Sekunde die Tür aufbrechen. Wartet aber auf mich, Gary. Wartet auf mich. Und du stoffelst da wieder rum. Und dann ging es, you have to take the ladder. Also man muss die Leiter suchen. Ne? Und ich so, ja, wo ist die Leiter? Ne? Wo? Und you have to take the ladder. Also, und ich war so, und ich wurde langsam nervös. Ja, wo ist die scheiß Leiter denn? The ladder. You have to take the ladder. Ich in den, um das Haus rumgegangen. Ich sag, wo ist diese verdammte Leiter? Ne? Then you have to take the ladder. Und dann habe ich aus Verzweiflung habe ich dann hochgeguckt und da stand da plötzlich dieser Ankerpunkt. Ja, Knopf drücken. Ich spiel gerade auch ein Videospiel, wo ich genau das gleiche Problem. Ich musste auch eine Leiter finden. Ja. Und hab's nicht gefunden. So, aber du brauchst derartig Leitern in Death Stranding. Ja, ich weiß. Ja, auch. Ja. Und das Spiel, was. Das ist wirklich. Das Spiel, was ich gerade spiele, spielt in einem auch ähnlich wie das Overlook, übrigens auch ein verwunschenes, gruseliges Hotel mit ganz vielen gruseligen Sachen. Und du musst dann, du hast so ein Backpack, so wie bei Ghostbusters, und musst dann durch das Hotel gehen und die Geister aufsaugen. Und die haben dann Schlüssel und kommst dann weiter. Und es ist sehr, sehr gruselig. Ich rede über Luigi's Mansion 3. Das ist bestimmt das sehr, sehr gruselig. Ist es sehr, sehr gruselig oder ist es sehr, sehr knuff? Es ist genau wie Ghostbusters. Es ist eigentlich Ghostbusters, das Spiel. Spiel doch einfach mal Resident Evil. Das ist sehr schön remastered. Ich kenne Resident Evil, ich weiß, aber. Der Kackstift. Verlassen. Genau das will ich. Spiel's im Stehen. Aber weil ich, du die ganze ich Zeit kann, ohne Scheiß rausplockt. Ich kann Luigi's Mansion 3 nur absolut empfehlen. Es ist so liebevoll gemacht. Es macht so viel Spaß. Es ist lustig. Natürlich, es geht aber nicht um Menschen, es geht um Menschen. Ja. Mansion. Genau, das spielt halt in einem Hotel. Aber dann müssen wir halt mal. Ohne Scheiß, ich würde Geld dafür bezahlen, Hennes den Story-Modus von Call of Duty spielen zu. Ich würde Geld dafür bezahlen, wenn Thorsten mal Luigi's Mansion spielen würde. Wie viel? Reden wir gleich drüber. Okay. Du darfst nicht vergessen, der Thorsten ist ein Gamer, verstehst du? Also, dass du immer denkst, was da so passieren soll. Das Witzige ist, du, der noch nie in seinem Leben richtig einen First-Person-Shooter gespielt hat. Vorsicht, mein das Freund. Wird lustig. Vorsicht. Das wird was heißt Vorsicht? Du bist halt... Ich werde hier gerade von links hier... keinen fiesen Betrieb hier. Man muss das mal so sagen, verstehst du? Wir gehen auf so eine Art MIT des Computerspiels und du bist halt noch in der Maikäfer-Gruppe. So ist das. Ja, wir sind alles schön, Gamer. Finde ich gut. Weißt du? Also, du bist auch ein Gamer. Aber wir sind Leute, die in Besprechungsräume gerufen werden, wenn es um was geht. Ja. Und du kriegst morgens so eine kleine Kindergartentasche rum und gehst halt zu deinem... Und hab von dir dann so einen Zettel drin, hast du das Memo nicht bekommen? Zugriff. Der Hennes geht. Naja gut, ich habe Resident Evil auch gespielt, den ersten Teil. Ehrlich? Ja, natürlich. Den ersten Teil, da hast du aber auch nur einen beigen Klotz nach links bewegt. Weißt du noch? Gameboy, ne? Nicht auf dem Game of Resident Evil. Mensch. Der erste Resident Evil auf der PlayStation 1. Ja, ja, aber als die Hunde durch die Glasscheiben gesprungen sind, da bin ich aber auch gesprungen. Wir alle können uns an nichts anderes mehr erinnern, oder? Die Hunde und dann, ich kann noch so ein Kapitel, und wo du... Das erste Mal, als der Zombie sich umgedreht hat, wo du in den Raum kommst, der Zombie dreht sich. Kannst du dich noch an die Ladezeiten erinnern, wenn du eine Tür nicht aufgemacht hast? Nicht nur die Ladezeiten, auch die Kameraperspektiven eines komplett Wahnsinnigen, wo du von schräg oben siehst, wie dann so ein Maschendraht entlang gehst und seit 4 Minuten hörst du schon... aber es kommt einfach keiner ins Bild. Ja. Und du schraubst da, ich habe den Fernseher schon auf Kante gestellt, Dose Ravioli runter. Das war wirklich PlayStation 1, ganz gut. Nee, aber das ist zum Beispiel auch bei Call of Duty, was mich so erstaunt hat, wie fließend die Übergänge jetzt so sind, weißt du, so, also von der Spielszene rüber ins Spiel so rein, weißt du, so. Ich finde generell mittlerweile beim Online-Modus, du landest mit dem Hubschrauber. Oh, großartig. Das ist richtig nett. Ist oft total sinnlos, weil es im Ort nebenan ist, aber du landest mit dem Hubschrauber. Ja.
Ja. 8 Leute springen raus. Ich bin mittlerweile ganz auch kleiner, richtig gut. Jeder Wichser hat einen Scharfschützen. Ich habe wieder richtig Spaß und das habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt bei Call of Duty. Ich muss sagen, Call of Duty ist ein ganz, ganz großer Spaß. Ja, ja. Ich bin ja so ein Claymore-Freund. Ich nagel mich ja komplett zu erstmal. Auch auf kleinsten Arealen. Jeder, der kommt schon, Bunsen, fliegt sofort in die Luft. Und da habe ich hier einen Schuss abgegeben. Das Tolle ist, Henry, mein Sohn, der sagt mir dann immer ganz genau, welche Perks man mit was kombinieren muss, damit man da den optimalen... Definier mal Perks. Was denn? Für mich Perks, das sind so... Das sind so Sachen, zusätzliche Sachen, die du einstellen kannst, wie zum Beispiel, dass du alle paar Minuten so einen Schleichmodus zum Beispiel einstellen kannst, dann hört dich der Gegner nicht für ein paar Sekunden. Oder du kannst den Perk einstellen, dass du mehr Munition hast. Oder du kannst... Kauft man das? Ich habe immer den hast du. Nee, ich habe den Perk, dass Claymores immer nachkommen, dass Munition immer nachkommt, alle drei Minuten. Ja, ja, den Reboot, glaube ich. Ja, das hilft einem alles, mit Claymores zuzustellen, bis der Arzt kommt. Also ich gehe gerne ins Zimmer, mache Claymores und dann mache ich oben Fliegenfischen mit der Dragunov oder so. Ja. Und ansonsten habe ich großen Spaß auch dran. Die Schrotflinte ist ziemlich, ziemlich gut, finde ich. Machst du diese Herausforderung? Wollte ich jetzt auch mal. Nee, ich spiele jetzt erstmal. Ja, ja. Benenne mal eine Herausforderung. Töte 35 Feinde mit einer Schrotflinte. Genau. Nicht nett. Ja. Nee. Nett ist das nicht. Sollte man nicht machen, ne? Nein, bei Feinden. Aber so Herausforderungen gibt es bei jedem Spiel. Ja, natürlich. Nintendo, das ist auch gar nichts, meine Güte. Nee. Der Trailer für Batwoman ist raus. Der Trailer für Batwoman. Ja. Ja, genau. Der Trailer für Batwoman ist raus. Ich der ist gestern erst rausgekommen. Echt? Ja. Ich habe verschiedene Ausschnitte und Trailer gesehen und auch den kannte ich schon. Und das ist, also Kostümdesign, also ich glaube, dass es so ist, dass wir sehr lange die Geschichte von ihr hören werden, um dann in Folge 4 wird sie dann erstmal das Bat-Kostüm anziehen. Batman ist ja verschwunden. Das ist die Prämisse. Das ist die Prämisse und sie ist dann Batwoman und dann wollen wir mal gucken. Es ist ein großes lesbisches Beziehungsdrama mit den Mitteln des Actionfilms erzählt. Spielt von Ruby Rose. Batwoman ist im Comic auch, und das ist ja nichts Neues, ist auch im Comic lesbisch. Ja. Das ist ehrlich. Ja. Schon immer gewesen. Ich glaube soweit ich. Oh, okay. Also ist es, freuen wir uns drauf jetzt nach Gotham oder? Damit weg vom Markt. Das heißt, nicht wie bei Batman, wir sind mit Catwoman kommen können, sie zu locken. Du musst schon Hundemann. Geht auch nicht. Nee da ist tatsächlich, da kannst du doch, du kannst Catwoman eigentlich ganz gut schicken, fällt mir gerade auf. Ja. Brauchen wir denn so eine Serie wie Pennyworth eigentlich? Ja, ich habe schon 2 Folgen geguckt und denke mir. Wo läuft das denn? Ja. Wo läuft das? Ich frag dich doch auch nicht, wo du deine Sachen guckst. Sowas fragt man nicht, wo das läuft. Naja, es läuft auf dem offiziellen Amazon-Kanal, den ich abonniert habe. Ja. So, Stars. Sagst du das so. Ja. Stars. Okay. Darauf läuft es. Da ist die erste Staffel drin. Also ich hab's jetzt nicht, verstehst du, bei Dragomir auf der Kackseite geguckt, sondern bei Stars, Amazon-Channel. Und das ist halt Pennyworth. So ein bisschen James Bond-mäßig, habe ich gehört. Also ein bisschen 60s, Ramalama Ding Dong. Es ist aber nicht der Pennyworth, den wir jetzt aus Gotham kennen, diesen knallharten englischen. Das wird er ja, der Typ ist jung, der Typ ist 22. Ist das quasi. Ja, er ist 22, er war in der Armee, jetzt ist er Türsteher quasi, ein sehr, sehr umgänglicher Türsteher, der eine Menge Skills hat als. also überaus umgänglicher. Das ist ja dein umgänglicher Türsteher. Mit diesen Gamaschen kommen sie hier leider nicht rein, aber hier ist Kuchen. Aber jedenfalls, so steht er vor so Beatnik-Clubs und geht schon in Folge 1, tut sich da ein gewisser Konflikt auf, mit geheimen Machenschaften foltern und parallel dazu lernt Pennyworth in einem Nachtclub, in einer Nachtjackenbar Thomas Wayne kennen. Okay. Ja, aber sehen wir dann Thomas Wayne hat noch nicht mal ein Kind, aber Pennyworth ist schon, was sehen wir dann? Die Origin-Geschichte von, was weiß ich, der Nanny von Bruce Wayne oder so irgendwie. Also im Prinzip ist es das ja tatsächlich. Pennyworth ist der Nanny von Bruce Wayne. Ja, genau, also streng genommen ist es das ja. Ja, genau, er ist der Nanny und das werden wir dann sehen. Also ich bin aber Folge 2 noch nicht hinaus, weil es mir auch ein bisschen zu bunt wurde, aber muss man sehen. Nicht zu bunt von den Farben jetzt. Ja. Muss man sehen. Ja, nee, gar nicht. Genau. Aber es ist halt so, was mir so ein bisschen auf die Nerven geht, ist, dass du kannst immer alles als Vorgeschichte von irgendwas deklarieren. Du kannst ja streng genommen auch sagen, nehmen wir mal irgendeine wilde Geschichte, komm, sag mir mal irgendeine Serie. Zwei wie Pick und Schwefel. So, nee, ich meine jetzt irgendeine zeitgenössische Serie auf Netflix oder so. Ich hätte jetzt spontan Better Call Saul. Na gut, Better Call Saul ist ja nichts weiteres. Ja, da sind wir. Als der Schwanengesang von Breaking Bad, wo du auch sagst, ja, wir warten, kommt da, weißt du? So, funktioniert aber auch für sich. Du kannst natürlich auch genauso gut Fabulous Miss Maisel nehmen und sagen, ab Staffel 15 wird vollkommen klar,
Das ist die Großmutter von Eddie Murphy. Eddie Murphy. Bam, bam, bam. Irgendein Komiker. Das ist die Schwägerin von Eddie Murphy. Du kannst das immer so aufmachen, die Vorgeschichte erzählen von irgendwas oder so vor. Sie über Joker ein bisschen. Du kannst immer was rein implizieren. Fällt Ihnen einfach nichts Neues ein oder ist das eine legitime Art und Weise? Das ist eine legitime Art und Weise, erstmal das Interesse wach zu halten, in der Hoffnung auf kleine Easter Eggs. Und zu hoffen, dass das nicht so bitter vor die Wand gefahren wird wie das große Finale von Gotham. Aber ich meine, man könnte doch jetzt auch so eine Serie machen, die jetzt nicht die Andockung hat mit Batman. Man hätte doch auch einfach eine Geschichte. Ja, aber dann ist das ja klar, sie wollen ja aus marketingtechnischen Gründen will man ja dann auch das. Das gleiche wie bei Joker, Gary. Ja. Das ist ja das, was Thorsten gesagt hat mit seiner Joker-Kritik. Wenn da nicht diese Klammer Joker, Batman, DC wäre, würden sich das weniger Leute angucken. Ja, das ist das gleiche wie bei Pennyworth einfach. Also ist das. Aber schön, dass du Breaking Bad erwähnt hast, denn es gibt etwas Neues, Altes. Wir machen mal super. Ein Unboxing. Gary, erzähl mal, was ist das denn? Werden das ist eine neue Spezialedition von Breaking Bad. Da ist alles drin, was mit Breaking Bad zu tun hat. Es gab es ja schon mal. Ich hab auch dieses Fass, genau. Das ist auch super. Also das lässt auch keinen Wunsch offen. Aber hier ist jetzt natürlich was ganz Besonderes. Hennes zeigt es mal. Ich versuch's gerade mal. Es geht um die Verpackung, weil den Inhalt kennt man ja. Ich versuche es gerade mal. Oh. Rede mal weiter. So. Ja, so hier. Und da. Dann, dann. Das ist allerdings da, fallen schon ein Teil ab. Der Spiegel ist abgefallen. Sofort. Aber wirklich. Den kann man dran stecken. Ja, so. Weiter, gut. Es ist das das Crystal Meth Brau Wohnmobil, dass man hinten, jetzt wird hinten öffnet, Gary, langsam die Luke. So, wir haben alles kaputt gemacht. Und da ist Silikagel, das kann man für viele Sachen gebrauchen, auch privat im Haushalt. Hier ist Crystal Meth drin, super Gag übrigens. Da die freut sich jeder drüber. Die Räder bewegen sich übrigens nicht, nur kleine Frage. Ich finde es bei einer DVD-Box auch vernachlässigbar. Ja. Ne, ich würde das gerne für meine Playmobil-Männchen auch benutzen. Was? Das Crystal Meth? Das Mobil. Ach so. Ja, Hennes zeigt das mal, genau. Also hier sind dann wirklich mit stundenlangem Bonusmaterial, also hier ist die ganze Serie drin, sehr liebevoll. Ist denn mehr drauf als bei der anderen Box auch? Das weiß ich ehrlich gesagt. Aha, da habe ich noch gar nicht geguckt. Das gildet es doch mal zu ironieren. Gildet, ganz genau. Ne? Also das ist, nett gemacht, wie gesagt. Auf jeden Fall schön. Ist denn El Camino auch mit drin? Nee. Ah, das ist natürlich kacke. Ja. Das ist natürlich, wenn das jetzt drin gewesen wäre, wäre das jetzt für und mich. Und Better Call Saul. Oder und was? Better Call Saul. Ja, aber El Camino macht den gewesen. Sack ja zu. 400. Ja, aber ich meine, wenn ich schon die komplette Edition habe, und es gab ja mehrere Editionen, es gab ja auch sehr, sehr schöne Steelbooks von Breaking Bad. Ich meine, Breaking Bad müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Beste Fernsehserie aller Zeiten. Ja, sag ich auch mit Sherlock, dem ich auch schwer begeistert bin. Ja, aber Sherlock ist auch gut, aber ich sag mal so, als wirklich originäre Geschichte, die es so in der Form noch nicht gab. Sherlock ist eine sehr schöne... fantastisch geschriebene. Auch fantastisch, auch großartig natürlich, aber das ist Doctor Who auch und so weiter. Aber ich denke mal so, für unsere Generation ist Breaking Bad wirklich was ganz Besonderes. So, was ist der Kostenfaktor dieses... Da sind auch ein paar Einschusslöcher in der Tür übrigens. Echt? Wollte ich mal zeigen. Hier, super. Also es ist nett gemacht. Es ist nett gemacht, wahrscheinlich. Unverschämt teuer, schönes Sammlerstück, das in der Herstellung sieht. Weihnachten steht vor der Tür. Du musst ja jetzt nicht Werbung machen, wir wollten das nur zeigen, Du sagtest Weihnachten. Nur, ich meine nur, was ist das für eine hohle Floskel, Weihnachten steht vor der Tür? Kann ich doch mal sagen. Ja, aber die Frage ist, wer Breaking Bad-Fan ist, der hat die Serie längst. Der hat die Serie natürlich längst in allen möglichen Variationen. Und für mich wäre jetzt der Mehrwert gewesen, wenn ich jetzt... Ich für meinen Teil bewahre sie zum Beispiel in meinem Streaming-Portal auf, dann habe ich nicht so viel Platz, der mir wegkriegt. Genau, das macht im Regal, das macht das Regal schon Amazon, bewahrt das für mich auf. Wenn das Ding jetzt in 4K wäre, ja, mit El Camino noch in 4K, würde ich sagen, okay, ich bin auch schwer am Überlegen, ob ich mir die Monty Python's Flying Circus Box hole jetzt auf Blu-ray, weil die ist ja auch remastered, vor allen Dingen die Zeichnungen, die Animationssachen von Terry Gilliam sind ja gesäubert worden, aber das Ding ist so schweineteuer. Hat die dreckig gemacht? Warum waren die alt? Oder was? Die waren alt, die sind von 1969, Gary. Ja, aber es ist sind die gesamten Filme nicht remastered worden? Alles ist remastered worden, aber ich habe ein Special gesehen, wo der Reiniger, der Masterer, Terry Gilliam, Terry Gilliam persönlich mal gezeigt, wie die Dinger heute aussehen könnten und auch so aussehen. Und das ist schon ein großer Unterschied. Das ist ein Mehrwert, aber ich bin natürlich am Überlegen, ob ich mir das überhaupt gebe. Ich habe Doom Patrol gesehen, die erste Folge auf Prime. Wow, das war aber jetzt ein Leitender über. Ich auch. Was sagst du? Ich nicht. Ja,
Brandon Fraser. Wir wollen jetzt wieder nicht wieder Fettshaming machen, aber mein Gott, zwei zum Preis von einem. Zwei zum Preis von einem, ihn teige ich auch. Aber er durfte nur als Roboter. Am Anfang nicht, nein. Am Anfang ist er schon, der poppende Rennfahrer. Ah. Und dann kippt das aber so, dass von ihm nicht viel übrig bleibt. Also ich sehe immer gerne Timothy Dalton, der ja jeder Sache immer so einen tiefen Ernst geben kann. Weißt du, wie alt er ist? 70 oder so? 72. Unfassbar. Unfassbar. Ellen DeGeneres ist 61, das wusste ich auch nicht. Ist auch unfassbar, ja. Aber wir reden jetzt über Dunkelheit. Ja, Entschuldigung. So, fällt mir jetzt gerade. Naja, so, ich sag mal so, allmählich werde ich ein bisschen müde, wenn Superhelden, von denen ich noch nie was gehört habe, in einem Team zusammengestellt werden mit einem, weißt du, schon beim zweiten Teil von Hellboy fing es an, mir dezent auf die Fackel zu gehen. Und hier haben wir wirklich diesen Roboter, wo aus dem Gehirn nichts übrig ist, Alter. Weißt du? Ja, aber wir hatten jetzt Umbrella Academy, wir hatten jetzt The Boys. The Boys ist unerreicht. Ja. The Boys unerreicht. Ist aber ich finde, also wie gesagt, ich habe nur die erste Folge gesehen von Doom Patrol, aber sie endet halt auch sehr wunderbar mit diesem Esel, der dann den, ohne das jetzt zu spoilern. Ich finde die Ebene, die diese Serie aufmacht, es wird sehr viel die vierte Wand gebrochen. Also wird, sehr viel, sehr stark, sehr viel Meta. Also es wird auch direkt gesagt, ihr denkt jetzt, ah klar, wieder eine Superhelden-Serie und wieder ein Team. Es wird die ganze Zeit gesagt. Und so ist es dann auch. Und so ist es dann auch, ja. Ja, es wird ein bisschen viel erzählt, nicht schnell eine scheiß Superhelden-Serie. Es wird mir ein bisschen überkultiviert. Es ist ja ein unglaubliches Überangebot, dass man da wirklich irgendwie gucken muss, was welchen oder Sachen man auch eben, Priorität oder auch gibt. Eben nicht gucken muss. Ja. Wenn mir jeder Ableger irgendeine Superhelden-Teamserie anbietet, gucke ich mal, was mir gefällt und was nicht. Genau, und ob man dann dranbleibt. Ja. Das ist halt oder auch nicht. Also ich werde Doom Patrol, also weitergucken, wirst du weitergucken? Da habe ich noch andere Sachen. Ich quäle mich gerade durch Jack Reacher Staffel 2, nicht Jack Reacher, durch Tom Clancy's Dingenskirchen. Jack Ryan, ja. Genau. Wo die erste Staffel, wo ich die wirklich unterhaltsam und toll fand, ist mir die zweite. Geht mir so auf den Sack. Also ich glaube, ich bin ein Freund von Origin Stories, aber das Ding ist wirklich. Aber den Schurken, den spielt der Typ, der ihn in Oberhausen getroffen hat, dem er auch gelabert und Kaffee gesucht. Tom Lagier, Vielleicht total witzig. Sehr interessant. Nicht den Vogel. Ja, ich rede mit dem Vogel, hör mal, was ist hier los? Ja, klar. Wo haben wir den? Bei der Game of Thrones Eröffnung. Auf der mit dem habe ich ja gelabert in Oberhausen. Kenn ich doch. Halt, stopp. Jede Folge, Pause, kenn ich doch. Ich habe gelabert in Oberhausen. Hast, hast du dann auch so dieses, wie heißt das, Stars bei Amazon, wo du dann drückst und dann siehst du, was der gemacht hat? X-Ray. Und dann super Feature übrigens. Bei uns steht dann so, ja, kennst du aus Oberhausen. Dass wir den aus Oberhausen, ja, war im Zentrum. Haben wir den noch getroffen? Ja, Oberhaus, ne? Netter Typ. Ja, das ist zum Beispiel interessant, weil ich hänge immer noch bei Preacher bei der dritten Staffel, komme nicht weiter. Ich auch. Ich komme bei. Dann einfach mal loslassen. Ich komme auch bei. Ja, es ist die Frage. Ich komme auch bei American Gods. Ich komme nicht weiter. Wir müssen uns noch mal fragen, warum Skyline. Habt ihr die gesehen? Nee. Weil ihr blöd seid. Skyline, die deutsche Hip-Hop-Serie, die tolle. Gut gespielte deutsche Hip-Hop-Serie mit unserem Freund Richie Müller auch zum Beispiel. Okay. Wo ich bin ja jetzt gar nicht so ein Hip-Hop-Freund, aber das Ding fand ich geil, dass von jedem fantastisch gespielt worden ist. Wo ich gesagt habe, ich habe das im Auto geguckt, die Staffel zu Ende und habe mir gedacht. Während du gefahren bist. Während ich, nein, ich saß hinten. Ach so. Wo ich mir gedacht habe, ja komm, gib zweite Staffel. Ich will die zweite Staffel. Ich will wissen, wie das Skyline weitergeht. Skyline. Wissen, wie das. Es gibt keine zweite Staffel. Sie werden keine zweite Staffel. Die sind vollkommen behindert. Das kann nicht sein. Also ihr wisst, in welchem Kontext ich das meine. Ich will eine zweite Staffel von Skyline sehen. Das hat mir noch besser gefallen als Four Blocks. Okay. Okay, ist das was Mickey gepostet hat, dass die nicht weiter, das ist ein großer Fehler? Ich glaube, es wird ja nicht dadurch nicht weitergemacht, dass Mickey es gepostet hat. Ich habe geguckt, wann die zweite Staffel kommt. Sie kommt nicht. Okay. Okay. Und das würde ich dringend überdenken. Vielleicht sind die Zuschauerzahlen nicht entsprechend gewesen, aber ich fand's toll. Es ist natürlich jetzt wieder, natürlich, wir reden gerade wieder über Streamingdienste, wir reden über Amazon, wir reden über Netflix. Es kommen ja demnächst Streamingdienste auf uns zu. Ich weiß nicht, was mit Apple TV ist. Apple TV habe ich jetzt gemacht, Apple TV, weil sie gesagt haben, Jahr für Lacko. Ja. Nächstes Jahr dann 4,99 € im Monat. Da gucken wir mal, ob wir das machen. Und das war. Also ich habe mir ja die Kritiken der Serien durchgelesen, denke mir, ja, interessiert mich alles null. Wenn Steven Spielberg mal Amazing Stories bringt, dann gucke ich mir das gerne an, da freue ich mich drauf. Ja. Aber hier C mit Jason Momoa, dass Jason Momoa, den ich menschlich unheimlich gerne mag, dass der jetzt kein Garant ist für gute Serien, ist mir rechtzeitig aufgegangen.
Und da gibt es noch eine Serie mit Haley Steinfeld, glaube ich, noch. Ja, also ich fand Morning Show. Man kann sich die Piloten übrigens, also die Pilotfolgen, kann man sich alle so angucken. Und ich fand Morning Show fand ich gut. Aber es ist jetzt, was mich gewundert hat, ist, dass bei diesem ganzen Apple-Line-Up, dass da nicht so ein Feel-Good-Ding dabei ist. Gut, es gibt Dickinson hier. Das ist so ein bisschen. Das ist Haley Steinfeld. Genau. Ja. Die ist so ein bisschen lustig. Aber trotzdem, was mir. Ich bin da auch mit falschen Erwartungen dran gegangen, weil das sind alles eigentlich relativ ernste, ja, es sind richtig. Naja, vor allen Dingen sind es politisch korrekte Dramen bis zu einem gewissen Grad. Apple hat sich ja auch gleich gesagt, wir werden ein Familienprogramm ausschließlich machen. Das heißt, dass sie anfangen, irgendwie Walking Dead neu zu erfinden, ist, steht eher nicht auf dem Zettel. Ich hätte gerne eine Apple Origins ultra brutale Serie, sowas fände ich gut. Irgendwas Riskantes mal, aber das wird sehr, sehr Apple glatt gebügelt sein. Das ist aber die Entsprechung, sicher, die Entsprechung zum iPhone 8 ist das, was wir gerade als Serien da geboten kriegen. Und ein bisschen schade ist. Finde noch, ja. Watchmen. Und Disney Plus. Da reden wir gleich Disney, über Watchmen. Ja, Disney Plus. Watchmen. Wieso, wir reden jetzt gerade über Portale. Ja, wir reden gerade über Portale, ja, dann lass uns bei Disney Plus reden. Okay, reden wir über Disney Plus. Okay. Gary. Ja, Disney Plus, ich habe da so. Kommt im März in Deutschland. Genau, ich konnte schon einen kleinen Blick hineinwerfen für einen Tag und dann ging es nicht mehr und ja. Wie und wo ist jetzt egal? Ist völlig egal, ich meine, das braucht ja nur mal zu googeln. Man muss nur nach Holland fahren. Bronco Kulitschka. Nein, diese Seite nein, das ist... Über einen FDP-Server. Aber, Kubicki persönlich war das, ja. Es ist natürlich, Kubicki. Man hat natürlich auch alles da, auch da war mein erster Gedanke, und ja super, Kubicki da kann ich ja die Hälfte so gemacht, meines Regals kann ich praktisch ausräumen und zum Verkauf anbieten, weil da ist natürlich alles, ist das ja klar. Alles. Und da wird auch nichts... Ja, aber lass uns mal über die Serie reden, auf die jetzt natürlich alle heiß waren. Ja, ich meine, erstmal, es gibt extrem viel Marvel, es gibt alles von Star Wars, Pixar macht es. Es gibt alte Filme, es gibt zum Beispiel die schönen alten Filme mit Kurt Russell. Weißt du, es kracht, es zischt zu sehen, es lischt. Ja. Genau, es gibt Pixar hat so eine Pixar in Real Life, auf die freue ich mich sehr. Aber also wir reden eine Lampe spielt. Wir reden jetzt mal kurz über die Serie, von der ich zwei Folgen gesehen habe, von der du eine Folge gesehen hast, die Serie, von der ich keine Folge gesehen habe. Und das ist der Grund, warum ich diesen Helm auf hatte. Ja. Das ist nämlich ein Helm, alle kennen ihn, Boba Fett. The Mandalorian. So, ja. Gary, was sagen wir denn zu... Ja, The Mandalorian, Mandalorian ist eine Western-Serie. Eine Western-Serie von Jon Favreau über einen Mann in einem eisernen Anzug, Iron Man, hallo, Knicknack. Sehr, sehr, sehr schweigsamer Typ, also der typische... Der Mandalorian. Wer steckt denn drunter? Wer steckt denn unterm Helm? Pedro, der auch bei Game of Thrones mitgespielt hat und der bei Kingsman 2 mitgespielt hat. Pedro, der mit dem Schnurrbart, der so ein bisschen lookalike aussieht wie Burt Reynolds, was ein sehr, sehr guter Schauspieler. Du kennst den Schauspieler. Also, er nimmt aber in den beiden Folgen, die ich gesehen habe, nicht einmal den Helm. Pedro Pascal. So. Genau, richtig. Ja, Pedro Pascal. Ja, sowas. Genau. Nick Nolte spielt mit. Wo denn? Ich hab den gar Nick nicht Nolte gesehen. Ist der Kleine. Oder taucht er erst? Der Kleine, der. Ich habe gesprochen. Das ist Nick Nolte. Ach so. Werner Herzog. Geil, den Trailer. Werner Herzog ist so großartig. Ja. Werner Herzog ist so großartig. Aber lass uns mal kurz über die Serie reden. Sie ist nur eine halbe Stunde lang, jede Folge. Naja, der Pilot war länger. Ich habe die zweite Folge noch nicht gesehen. Zweite Folge ist 30 Minuten lang. Das finde ich aber gut. Also es ist ein gutes Format. Also er drückt alle Knöpfe, er macht alles richtig. Du sitzt da einfach und denkst, oh mein Gott, ist das schön. Das ist die Serie, die du als Star Wars Fan natürlich sehen wolltest. Es ist sehr viel Episode 4, also A New Hope, es ist die ganze... Selbst die Untertitel sind in dem Fond von dem Original Star Wars, falls dir das aufgefallen ist. Es ist Used Space, es macht unheimlich viel Spaß und diese halbe Stunde ist einfach ein reiner Fanservice. Und wie du sagst, es ist ein Western, was Star Wars ja auch eigentlich ist, wenn du an Han Solo denkst und an eine Märchengeschichte und Boba Fett, also der Vater oder der Hauptmandalorianer, so genau wird das ja nicht erklärt. Es gibt ja, glaube ich, eine Kaste von Rittern, von Frei. Er sagt an einer Stelle, Waffen sind meine Religion, irgendwie sagt er das. Moment, also den Typen, den wir da sehen, das ist nicht der Boba Fett, den wir aus den... Wenn du Rückkehr der Jedi Ritter gesehen hättest du gesehen, dass Boba Fett in den Sarlacc fällt und aufgegessen wird. Ja,
Ja, genau. Das ist ein anderer. Wo er 4 Milliarden Jahre lang verdaut wird, genau. Und Harrison Ford sagt, na, das wollen wir doch wohl lieber lassen. Das fand ich auch gut. Na, das wollen wir doch wohl lieber lassen. Ja, und das ist, es gibt eine ganze Kaste. Das ist eine, wie so eine Ritter. Also das ist praktisch das Flaggschiff von Disney Plus. Damit wird man garantiert viele. Wann startet es in Deutschland? Im März. Im März. Soll 10 Euro kosten, glaube ich. Und eins können wir schon mal verraten. Ich kann nur sagen, interessanterweise ist die Serie, wenn man sie denn so guckt, wie ich sie geguckt habe, komplett in Deutsch. Ist schon auf Deutsch synchronisiert. Ist komplett synchronisiert. Ist gut synchronisiert, aber man hört halt. Man fragt sich dann natürlich, warum müssen wir jetzt bis März warten? Das ist die Scheiße, das frage ich mich auch. Das wäre vor Weihnachten natürlich. Das wäre vor Weihnachten gut gewesen. Ja, das wäre der richtige Schachzug gewesen. Es hat aber Disney hat es nicht nötig. Und nein. Das Leben steht uns noch was anderem aus Filmen und Fernsehen. Ja, genau. Das stimmt, aber Mandalorian ist auf jeden Fall ein Top. Also bis jetzt hat es erstmal Spaß gemacht. Ja, und natürlich gibt es den Moment, über den wir jetzt nicht reden, in der ersten Folge. Ja, toll. Geweint. Ich habe nicht geweint, aber mir ist doch die Milch eingeschossen, muss ich sagen. Aber jetzt ist die Frage, ist es ein Practical-Effekt oder wenn es digital ist, ist es perfekt. Weil es sieht wirklich practical aus. Es kommt eine Figur vor, eine Creature. Nein, das verraten wir jetzt nicht. Es kommt eine Creature. Das können wir dir gleich sagen. Nein, das können wir dir gleich sagen. Jabba als Baby. Jabba als Baby kommt vor, genau. Ein Jabba-Baby, so eine kleine Schnecke. Nein, sagen wir dir gleich so. Also es ist perfekt gemacht, es sieht super aus, es ist toll gefilmt, die Überblendung und so weiter, alles, es bedient das Fan. Jabba? Nein! Mr. Lover. Ich habe Last Christmas gesehen. Der Weihnachtsfilm von Paul Feig. Also der Film zum Lied. Der Film, Paul Feig, ja, der Film. Kommt das Lied vor? Das Lied kommt vor. Das wäre ja witzig, wenn das konsequent nicht gespielt wäre. Und es kommt so vor, dass es nicht nervt. Das ist fantastisch gemacht. Es ist ein Film, geschrieben von Emma Thompson, die auch mitspielt. Emilia Clarke spielt die Hauptrolle. Es ist ein Weihnachts-Feel-Good-Movie, der in London spielt. Und das Schöne ist, es sind so viele Locations, wo wir rumgelaufen sind, Gary. Die Straße, wo du in dem spirituellen Buchladen warst. Ja, ja. Das ganze 10 Minuten spielen in der Straße. Also nicht die ganze Zeit. Da war ich. Das ist, war ich in Berlin auftreten. Da konntest du leider nicht. Ja, da haben wir diesen Redakteur getroffen, diesen Regisseur getroffen. Diesen jungen vielversprechenden Regisseur. Ja, die Songs von George Michael und Wham tauchen auf im Film. Es ist kein Wham-George Michael Musical. Komisch. Es ist nicht so wie Rocketman oder so. Ich habe übrigens, da fällt mir ein, wie heißt der andere Kollege noch von Wham? Andrew Ridgeley. Den habe ich gesehen in einem Interview. Ich habe den seit Jahren nicht mehr gesehen. Der ist ja jetzt auch sehr ergraut. Ja, hat sich und sehr. Und der hat da gesessen, hör mal, in einem Maßanzug, weißt du. Und ich habe ja nur wirklich keine Ahnung von Anzügen. Ja, ja. Aber da habe ich gedacht, meine Güte, wenn das der Thorsten jetzt sehen könnte. Ja, ja, also ja. Der hat gesessen und vor allen Dingen, das ist auch ein also Typ, nicht der nur, nicht nur der Anzug, er auch. Ja, genau. Er hat auch gesessen, aber das ist ja einer, der kann aber auch so einen Anzug tragen. Der sieht wirklich meine toll Güte, aus. Ja. Er kommt auch ganz kurz im Film vor. So, pass auf. Es sollte der Christmas-Film sein, so ähnlich wie tatsächlich Liebe oder Die Hard, was schöne Weihnachtsfilme ist. Mein Lieblingsweihnachtsfilm natürlich Batman Returns. Aber er funktioniert leider nicht so richtig gut. Und das ist natürlich umso schader, weil keine Drachen dabei sind. Weil Emma Thompson hat den Film geschrieben, sie spielt auch mit und ich liebe Emma Thompson und ich mag die Filme von Paul Feig. Aber Fake. Halte die von der Schreibmaschine weg. Paul Feig. Paul Feig mag ich auch. Ja. Und Freaks and Geeks. Es ist nicht, ja, Jungfieg, auch toll. Im ja, bitte, was? Kann man gucken? Wo kann man den gucken? Auf Amazon Prime, aber nur auf Deutsch. Ja, das ist die Kacke. Das geht ja nicht. Was ist eigentlich los in Suaheli echt? Sehen? Oder Blackbooks. Blackbooks nur in Deutsch. Also total bescheuert. Die Klötze kotzen. Die schwarze Hose? Ja. Blackbooks, genau. Hast du noch nie Blackbooks gesehen? Nee. Oh, fantastisch. Oh, Christoph. Also pass auf, lass mich mal kurz noch mein Resümee zu Last Christmas. Ich wollte diesen Film unheimlich gut finden und total gerne, aber es ist einfach. Hatte ich bei Terminator für eine Minute. Ja. Leider nicht richtig toll. Die Locations sind alle toll, Covent Garden, London und so weiter, aber ich kann ihn nicht wirklich empfehlen. Es tut mir leid. Ja, nee, ist nicht schlimm. Hat mir nicht gut gefallen. Watchmen. Was? Watchmen. Ja, Watchmen habe ich die fünfte Folge gesehen. Die fünfte schon, ich habe erst zwei gesehen. Und?
Großartig. Also ich finde es super. Es wird von Folge zu Folge wird mir da neue Sachen präsentiert und Sachen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Ich muss mich da erstmal wieder reingucken ins Watchmen-Universum. Hast du denn Watchmen gelesen oder kennst du den Film? Ich kenne den Film und ich habe das Buch ein paar Mal angefangen. Es war mir schön, immer so ein bisschen zu... Schön, dass du vom Buch redest und nicht vom Comic her. Ich kenne das ja immer nur in diesen Editionen, in diesen Dingen. Ja. Was ich tatsächlich empfehlen kann, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt ja dieses Graphic-Comic gibt es ja bei YouTube so verfilmt. Also es wird von einem Typen erzählt, der spricht alle Stimmen. Als animiertes Comic. Und so Comic, als, genau, das Comic animiert. Ja, ja. Und das ist sehr gut tatsächlich. Und da hole ich jetzt so ein bisschen auf, damit ich, und da habe ich schon so manchen Querverweis, den ich vorher nicht kapiert habe, den habe ich jetzt kapiert. Aber nichtsdestotrotz kann man die Serie auch gucken, ohne das Source-Material zu kennen. Und wenn du es kennst, ist es natürlich besonders. Dann ist es nochmal ein Bonus, aber klingt anstrengend. Ist der einzige Film von Zack Snyder, den ich mag. Ja, das ist die 1:1-Verfilmung des Comics, bis auf den Schluss. Das haben sie dann geändert. Als große. Aber der ja. Nee. Ich wollte jetzt gerade was spoilern. Wer ist denn der Showrunner von Watchmen? Damon Lindelof, einer meiner Lieblingsdrehbuchautoren. Was hat er gemacht? Lost und vor allen Dingen eine meiner Lieblingsserien, The Leftovers. Auch ganz groß. Ist bei Westworld eigentlich, ist da eigentlich die Luft raus? Nee, das kommt, Aaron Paul spielt ja da auch mit und die steht in den Stahllöchern. Also und die Showrunner von Westworld haben jetzt irgendwie einen ganz neuen lukrativen Auftrag gekriegt. Was war denn das da? Ja, Star Wars. Lukrativ ist. Ist das nicht Star Wars? Haben die nicht Star Wars übernommen von den Game of Thrones Leuten? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich kann noch mal was zu Watchmen noch mal sagen. Als großer Watchmen-Fan muss ich sagen, dass ich total happy bin mit dieser Serie, weil es ist die Fortsetzung von Watchmen. Also Watchmen 30 oder 40 Jahre später. Ja. So, das heißt, es kommen Motive vor. Es wird auch die Bildsprache. Das sind wir wieder bei Kubrick. Auch die Bildsprache wird bedient und wird adaptiert. Es wird eine neue Geschichte erzählt. Ja. Das ist das Schöne. Ähnlich wie in diesen Comics hier. Es gab ja auch die Vorgeschichten von Watchmen. Und das ist so eine Art, wie nennt man das? Ein Spin-off. Doomsday Clock. Doomsday Clock ist ein Spin-off und zwar verbindet es die Watchmen-Mythologie mit der DC, mit dem DC-Universum. Also DC hat da die Rechte dran, ne? Genau, und die Charaktere aus Watchmen treffen jetzt auf Batman, Superman und man muss dazu sagen, dass all diese Sachen, Harley die wir Quinn. Sehen, abgesehen von dem Original natürlich, ist inklusive der Serie, ist nicht von Alan Moore, also dem Schöpfer, der ganzen Watchmen-Sache ist, nicht gegreenlightet, also der will damit nichts zu tun haben. Der Name taucht auch nirgendwo auf. Ja. Und das. Also, Doomsday Clock kann ich sehr empfehlen, genau wie die neue Watchmen-Serie. Bin sehr gespannt, was jetzt noch kommt. Seid ihr auf dem Laufenden, was News angeht zu The Batman? Nein. Nee. Also, wir wissen ja schon, wer es macht. Ja, den habe ich übrigens neulich gesehen in The King auf Netflix. Also, Henry Pattinson, da spielt er den französischen Prinz. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich glaube, der kann es. Ich glaube, der kann viel mehr, als wir ihm zumuten. Und ich bin sehr gespannt. Ja gut, dann machen wir mehr, als ihm zumuten. Ja. Wie sieht der Rest des Paul Dano als der Riddler? Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Wer war denn Paul Dano nochmal? Swiss Army Man. Ach, natürlich. Paul Dano, Aber jetzt wird es interessant. Brian Wilson, genau. Ja. Ja, allmählich wird es aber dann Colin Farrell als Pinguin. Was? Ja. Nee, nicht ganz Spaß, ist fertig gecastet. Ich weiß das nicht. Wie soll das denn gehen? Er könnte alles schaffen. Ich verstehe das nicht. Hallo, das geht doch nicht. Was ist denn da los? Der Vito. Ja, ja. Hallo, der Vito, das kann doch nicht der Colin Farrell machen. Ja, wie soll der das? Der Pinguin? Machen? Ja. Jetzt sprechen wir jetzt nur so doof. Ja. Interessant. Erstmal. Interessant. Ja. Haben Sie sich was bei gedacht? Ja. Sonst castingmäßig? Catwoman. Nein. Zoe Kravitz. Ja. Ach so, okay. Kravitz, haben wir schon die Tochter gesprochen. Von Lenny Kravitz. Lenny. Genau, und von Bonnet. Die übrigens, Bonnet. Die übrigens zusammen ist mit Jason Momoa. Die übrigens mit Jason Momoa genau, zusammen ist, sich der, Kreis. Der auf Apple eine Serie macht, die gar nicht mal so gut ist. Hast du sie gesehen? Bitte was? Sie. Hast du sie gesehen?
Hast du Saw? Nee, hast Moment. Du Sie gesehen? Saw. Hallo, ich möchte ein Spiel spielen. Kommt da rein, nackter Oberkörper. Das war gestern übrigens im was? Aufzeichnung. Nee, da, eine Aufzeichnung. Was redest du wieder für wirres Zeug? Ach, wir mussten wieder nachträglich Szenen drehen. Das haben wir schon sehr gelacht. Der Regisseur sagte plötzlich so, ich möchte ein Spiel. Entschuldigung, wenn du sowas erwähnst, könntest du bitte sagen, ja, was es geht? Die Leute denken, du hast einen Schlaganfall. Also, neue Sendung, die heißt Sträter. Ach, kommt in der ARD. Ja. Ja, nur so. In der ARD. Mit wem? Mit mir. Ah. Primär. Jochen Malmsheimer und Susanna Randall als Anwärterin für ein Weltraumprogramm. Okay. Die ins All fliegen wird und möchte. Und mir, und ich habe neue Rubriken erfunden für die Sendung, nämlich zum Beispiel Kann man nochmal gucken? Ja. In Kann man nochmal gucken, ein Wort, stelle ich Filme vor. Einfach wie beim Podcast. Hm. In diesem Fall war es in epischer Breite Der weiße Hai. Hm. Und dann auch erzählt, warum. Und dann habe ich noch eine Rubrik Akte Wix. Da rege ich mich über Formulierungen auf, die mir auf die Fackel gehen. Ja, sehr und lustig. Dann ein langes Stand-up, so 6:30 am Anfang. Episch. Eine Begrüßung, absolut episch. Ja. Und zum Schluss mache ich dann nochmal irgendwo Verlegenheitsklumpert schon inzwischen zwei Gäste und das war es eigentlich. Wann kann man das sehr sehen? Ruhig. Wann ist das zu sehen? Das kann man nicht sehen, das haben wir offline gemacht. Okay, nee, das kommt in der ARD, glaube ich, Ende März. Oh, cool. Ja? Ende März 2020. Ja, weißer noch. Weißer Hai ist sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, Gern und ich haben ja mit dem Regisseur gesprochen. Da konntest du leider nicht. Ja, schade. Da war ja trotzdem gefahren. Ja, wir haben noch einen sehr, sehr schönen Film gesehen, beziehungsweise ich weiß, dass du ihn gesehen auf Netflix. Dolomite is my name. Oh. Dolomite wollen wir mal bitte name. Über Dolomite is ja, my name. Ja. Oh den Film. Also erstmal. Oh mein Gott. Erstmal sieht ja wohl Eddie Murphy mit nahezu 60 fantastisch aus. Ja, unglaublich. Fantastisch. Dann ist er ein fantastischer Schauspieler. Großartig. Ein fantastischer Schauspieler. Also das ist ein super Comeback. Dann habe ich es geliebt, Wesley Snipes zu sehen. Ja. Dann habe ich mir am Anfang gefragt, worauf läuft die Nummer hier hinaus? Wo ich mir dachte, was fängt da jetzt an, so komische Verse zu rezitieren als Stand-up-Elemente, wo ich dachte, das stehe ich nicht durch. Ja. Dann wird ihm klar, dass Dolomite immer, der Typ, der immer am Limit gelebt hat, der Farbige, sich eine Perücke aufsetzt, so eine Art Helge Schneider des Exploration-Films wird. Genau. Ja. Und wirklich dann real existierende Actionfilme gedreht hat über Dolomite. Er hat einen Film gedreht. Nein, mehrere. 6 oder 7 hat er gedreht. Ja, genau. Und einer davon ist auch komplett bei YouTube. So, pass auf. Unfassbar schwachsinnige Actionfilme. Ja. Und die Dreharbeiten, wie oft habe ich schallend gelacht. What do you want? Es ist so ein bisschen wie eine Mischung aus Disaster Artist und Once Upon a Time in Hollywood. Ich habe den Film total unvoreingenommen gesehen. Ich dachte, oh geil, Eddie Murphy, Netflix, jetzt geht's los. Und dachte so irgendwie so, das erste, was ich euch geschickt habe, war das Bild von Snoop Doggy Dogg mit dem Untertitel Verquollen wie Hulle. Ja. Damit fängt das an und du kommst immer mehr rein in den Film. Ja. Die Nebenrollen. Das ist sehr inspirierend. Ist ja nicht, sag mal, der Michael Keegan Dings, der ist im falschen Film, kann das sein? Weil das ganze Make-up, die ganzen Klamotten sind alle super und er sieht aus, als hätte er irgendwie einen Fifi auf. Ne? Sehr seltsam. Also ja, Klamotten, okay. der Michael, der glaube ich den Autor spielt. Genau, das hat mich ein bisschen irritiert. Genau. Aber was sagst du denn zu den Anzügen und zu den Kostümen? Wesley Snipes hat die besten Kostüme. Kannst du machen, was du willst. Ja. Sieht alles fantastisch aus. Ja. Ich habe lange überlegt, was ist das für eine Linie, Mode? Ist das Valentino 70er oder so? Also alles teure Scheiße. Wesley Snipes fantastisch. Aber warum geht's? Und die ganzen Kostüme. Ja, worum geht's? Also das Dolomite, das einfach nichts mehr weiß. Dolomite macht halt, also der Typ erfindet die alte Figur des Dolomite, die gab's wohl. Das ist wahrscheinlich so ein Räuber-Hotzenplotz der schwarzen Community. Okay. Und sagt alte Verse wieder auf. Die wollen die Leute alle hören. Ein versauter Minstrel war das. Ein versauter Minstrel letztendlich. Er war ein bisschen der Fips Asmussen der schwarzen Community der 70er Jahre. Und der hat dann Platten gemacht, Vinylplatten. Der hat dann Platten gemacht. Aber alles in eigener Regie. Auf eigene Rechnung verkauft. Genau. Dann ein Label-Ding gekriegt, ein Major-Deal. Den irgendwie vor die Wand gefahren, aber es wollten dann doch mehr Leute hören. Und dann hat er irgendwann war komplett pleite und hat gesagt, wir drehen einen Film. Ich glaube, dass der ganze Block will den Film sehen. Dolomite is my name. Und wir drehen den Film und dann wurde ihm klar, dass Filmdrehen auch gar nicht so billig ist. Er hat sozusagen das Geld dafür ausgegeben. Das ist eine weiße Filmstudie. In einem komplett runtergerockten Hotel, das war die einzige Kulisse. Und dann hat er sich Leute mit Filmstudenten, dreht er wirklich diesen Film, der wirklich existiert. Der zum Ende hin, an das Ende wollen wir nicht verraten, das muss geguckt werden. Und diese Action, die Dreharbeiten des Actionfilms, wo er Wesley Snipes, der da einen renommierten Darsteller der 70er Jahre mimt, dann auch nur ins Boot holt. Ja.
so ein bisschen. Aber hast, ich wusste vorher also, überhaupt nichts davon. Ja, ja, ich wusste vorher nicht. Überhaupt nichts davon ich und bin nicht. Unvoreingenommen, habe den einfach gesehen, er ist diese online. Diese Kung-Fu-Szene. Ja, pass auf. Großartig. Ich gucke den und dann sehe ich das Ende und denke so, oh mein Gott, das gab es das wirklich. Gab es wirklich. Ja. Und ich wusste das nicht. Und dann hast du mir den Link geschickt, auf YouTube ist der komplette Film zu sehen. Ja, und ich wusste... Es ist genauso. Es ist genau wie bei Disaster Artist. So, ja. Weißt du, so. Also Eddie Murphy ist mit diesem Film, auch mit dieser Idee, darüber einen Film zu machen, ist ja jahrelang damit schwanger gegangen. Und dass das jetzt endlich geklappt hat, ist echt großartig. Ja. Und ich danke weiß nicht, Netflix wieder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe unheimlich oft bei Netflix das Gefühl, wenn so Filme, auf ganze Spielfilme auftauchen, auch mit Leuten, die ich mag, dass ich erstmal in letzter Zeit sehr vorsichtig bin, weil manchmal habe ich das Gefühl, Netflix ist so ein bisschen eine Resterampe. Ja, okay. So, ja. Das habe ich, pass auf, an einem Tag habe ich das Gefühl, Netflix ist ein bisschen eine Resterampe und an anderen Tagen habe ich das Gefühl, wow, die machen das alles nur für mich. Ja, ja, manchmal habe ich so Tage, wo ich denke, genau. Und das ist jetzt, was gucke ich jetzt zuerst? Das ist alles für mich. Und ich muss ja sagen, dass ich solche Figuren auch unheimlich mag. Verstehst du? Das ist ja auch sowas wie Ed Wood oder so. Du bist ja auch so ein bisschen selber so eine Figur. Ja, natürlich. Ja, genau. Du bist klar, wir können das, der stofflige weiße Mann. Ganz genau. Weißt ja, ich könnte mir eine gute Serie vorstellen, wo du einfach aus Versehen einen Atomkrieg auslöst, Schusseligkeit. Bei so einer Führung durchs Weiße Blödsinn, Haus. Aber das so zum Beispiel, dass wir jetzt hier sitzen und diesen Podcast machen. Und das machen, versuchst du über das neun Staffeln dann zu rechtfertigen. Ja, ja. Ich sag ja immer, wer braucht Australien? Weiß ich jetzt nicht, dann auch trotzig. Ich sag ja immer aus Spaß, das ist so mein perfider Plan, weißt du, so diesen Podcast und wer weiß, was da draus noch wird. Wir wissen es ja nicht alle. Und das, mich hat das teilweise auch so, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, an Porno-Paul erinnert. An Porno-Paul? Porno-Paul. Du kennst Porno-Paul, weil du hast mit Porno-Paul in einer Fernsehserie. Ich meine, danke, Gary, dass du das jetzt zum Schluss des Podcasts noch auf den Tisch bringst hier. Ach, sind wir schon durch? Es gab mal eine Serie, die lief noch vor Big Brother, die hieß Geld für dein Leben. Und die hat mich, es war eine Reality-Serie, ich zieh blank jetzt. Ja. Und ich habe damals da mitgemacht. Und die haben mich als aufstrebender, das ist über 20 Jahre her. Das ist lange her. Und die haben mich als aufstrebender Comedian begleitet, auch unter anderem nach New York, wo ich aufgetreten bin als Komiker, als Stand-Up. Und haben Sie das eigentlich bezahlt? Nee, das habe ich bezahlt. Aber das wurde sehr gut entlohnt und da gab es halt immer so Leute, die dann irgendwie dabei waren und da war auch Porno-Paule dabei. Porno-Paule, pass auf. Sachsen-Paule hieß der. Sachsen-Paule. Ja, genau. Das ist aber auch so ein Typ. Ich finde, das sollte man verfilmen. Das ist ein Typ, der hat nur einen Fokus gehabt und zwar, sah aus wie ein Totengräber, aber ich will Pornostar werden. Das war so ein Bockwurstdenkmal, ne? Ja, genau. Richtig. Und der hat das auch echt dann durchgezogen. Ja. Der hat seinen Wunsch, seinen größten Wunsch hat er tatsächlich erfüllt. Und das ist doch großartig. Sowas muss man, okay, im Fall von Adolf Hitler sollte man das jetzt nicht, aber generell sollte man solche Leute doch... Disaster Artist, Ed Wood und so weiter. Also, wenn ihr guckt, ich mag solche die Serie total. Gibt es nicht mehr, kann man auch nicht sehen. Ich war jung und brauchte das. Na, mehr, da gucke ich erstmal. Gibt's nicht. YouTube, schon geguckt. YouTube ist Team, echt? Nein, hast du gegraben? Ja, ich habe gegraben. Gibt's so, ich muss los. Wie lange machen wir eigentlich? So, was willst du gucken? Wir machen gleich Schluss. Du guckst vorher. Möchtest du was sagen, Gunula? Dann sprich ins Mikrofon. Guckt gar nichts. Was hast du gesagt, Gunula? Was willst du denn? Schätzelein. Ja, ich bin jetzt mal freundlich zu dir, weil neulich einer geschrieben hat, ich wäre so arrogant. Wie redet ihr denn mit der Gunula? Wir reden schon seit 30 Jahren so miteinander. Oder seit wir was möchtest du sagen, Gunula? Gunula, hast du einen Einwand? Das regel ich nachher mit dem Gary. Könnt ihr das untereinander regeln? So, einen lieben Gruß an unseren Freund Timo Grubing, der nicht nur die Titel Motive für Tommy Krabbeis Ghost Sitter macht. Ja, auch großartig. Staffel 5, wo wir ja einen kleinen Gastauftritt haben. Ja. Demnächst bei Audible. Sondern seinen ersten, ja, wie nennt man das, abendfüllenden Comic rausgebracht hat beim Zwerchfell Verlag, Don't Touch It, von ihm selber sieht geschrieben und illustriert und gezeichnet. In Schwarz-Weiß mit vielen Grautönen. Eine wunderbare, ja, 80er Jahre Stranger Things, Stephen King. Also ich kann es einem von euch gerne leihen. Ja, mir. Ja, gerne, kannst du mitnehmen. Und Timo hat uns drei. Du warst erste. Timo hat uns drei als Zombies gezeichnet, anlässlich von Halloween. Wir blenden das jetzt mal ein. Brauchst du doch gar nicht mehr einblenden. Danke, Gunula. Gunula sagt, brauchst du gar nicht mehr einblenden. Das war schon lustiger, als sie es sagt. Ja, aber weil man sie nicht hört. Sie denkt immer, man hört das sie. Das wäre auch in diesem Falle gut gewesen. Ja, in dem Sinne war es gut. Also, pass auf. Ihr habt das jetzt gesehen. So. Und wenn euch das gefällt, das Bild, wir überlegen, ob wir das als T-Shirt machen oder vielleicht sogar als Kaffeetasse. Wer von uns überlegt das? Aber das Bild ist natürlich super mit geil. Mit dem Titel Verquollen wie Hulle. Ja. Wenn sich genug Leute dafür interessieren, sagen wir mal so, wie viel brauchen wir? 30 Leute?
Leute? 1500 Einheiten, ja, würde ich gerne im schreibt, ersten Rutsch, wenn euch das Bild gefällt, kommentiert das bitte hier bei YouTube oder in den Social Media Kanälen, Instagram oder was weiß ich, Facebook, Twitter. Dann schreibt uns, wir hätten gerne ein T-Shirt davon und dann werden wir das auch in die Wege leiten. Vielen Dank, Timo Grübing. Zum Schluss, ja. Grübing, Timo Grübing, schönen Gruß, Peace. Zum Schluss kommen wir zur Mystery Box. Ja. Die letzte Mystery Box, was habe ich gefragt eigentlich bei der letzten Mystery Box? Die Verbindung von Elton John und Oliver Kuritke. Ah ja, genau. Viele, viele, viele Antworten. Habe ich neulich wieder vom Savoy getroffen. Oliver Kuritke oder Elton John? Oliver Kuritke. Ja. War das gesagt? Ich dachte, es wäre Elton John. Ich sage, kannst du mal Stand By Me für mich singen? Ja, was willst du? Und der hat mich auf der Gamescom getroffen. Ja. Wir blenden jetzt mal das Foto ein, weil das Foto ist auch großartig. So, haben wir jetzt eingeblendet. Wie viel habt ihr ihn bezahlt dafür? Oliver Kuritke, hättest du gesagt, wir haben ihn einfach angesprochen. Webser, ne? Nee, das genau, habe ich nicht gesagt. Genau so. Respekt vor also pass auf, Kuritke. Die Verbindung von Elton John, einige sind draufgekommen, wieder um Umwege, einige haben Til Schweiger auch reingebracht. Du kannst schon mal, andere baten ihre Finger darin. So, das ist genau die Palmolive-Schlüssel. Elton John, Oliver Kuritke, Elton John wurde gespielt in Rocketman von Taron Egerton. Taron Egerton spielt in Eddie the Eagle zusammen mit, sollte man nicht glauben, ist aber so, Iris Berben. Iris Berben spielt in Eddie the Eagle mit. Iris Berben hat gespielt zusammen viele Jahre lang mit Dieter Krebs in SketchUp. Jo. Dieter Krebs spielt in Bang Boom Bang mit und in Bang Boom Bang mit spielt Oliver Kuritke. So, gewonnen hat... Ich möchte mich auflösen. Thorsten Sträter wird jetzt den Gewinner der Mystery Box verkünden. Es ist Tim Niklas Zimmer. Tim Niklas Zimmer bekommt. Was für ein cooler Name. Cooler Name. Ein bisschen wie Jack Reacher. Glückwunsch, ja, Glückwunsch. Tim Niklas Zimmer. Die nächste Mystery Box. Was machen wir denn jetzt mit dem Einsendeschluss? Weil wir sind ja in Hamburg am 4.12. im Schmiedchen, ausverkauft. Dankeschön. Wunderbar. Wollen wir bis zum 3.12. den Einsendeschluss machen? Ja, oder ist das zu knapp? Ja. 3.12. 3.12. Machen wir es mal knapp. Ja, komm, mach Dritter mal Zwölfter. Komm. 3.12. Was ist die Verbindung? Wir spielen wieder das wunderbare Spiel Six Degrees of Kevin Bacon. Wie kommt man von einem Schauspieler auf den anderen? Und zwar möchten wir dieses Mal wissen von euch, Einsendungen nur an post@streterbinder-strebech, nicht auf Facebook, nicht nur an post@streterbinder-strebech, wird unten eingeblendet. Was ist die Verbindung von Don Rickles und Vin Diesel? Ist hier heute in der Badewanne eingefallen. Heute in der Badewanne fiel mir ein. Die Verbindung von Don Rickles und Vin Diesel. Es wäre schön, wenn ihr auch mal auf sowas kommen würdet. Nee, aber irgendwie funktioniert. Wir haben keine Badewanne mehr. Ihr habt keine Badewanne, ja, schade. Also, was ist die Verbindung von Don Rickles und Vin Diesel? Denkt auch mal ein bisschen daran, dass wir auch große Synchronfans sind. Ja, vielleicht, ja, wer diesen Podcast kennt, ich gebe ein bisschen Hinweis. Also, wer diesen Podcast kennt, Knickknack, ne? Hm. Hallo, hier, Herrschaft. Aber sich Don Rickles anzugucken, ist schon mal. Auf jeden Fall, Don Rickles. Das war jetzt mal wieder ein schöner, flotter Dreier, ja, hier, ne? Alte Sau. Wieso? Ja, ja, warum? Ja? Ja. Nächstes Mal vielleicht. Was willst du noch sagen? Was mit dem Rollstuhl? Ist es ein Rollstuhl? Mit dem Auto. Katze mit dem Auto. Was mit dem Auto? Ja, was ist damit? Das haben wir doch gezeigt. Haben wir gezeigt. Das Auto haben wir gezeigt. Verlosen wir das? Verlosen wir das? Wir verlosen das. Wollen wir es verlosen? Ja. Wollen wir es verlosen? Das Auto? An wen? Verlosen. An wen? Ja. An wen denn? An. Wir verlosen das. Oder will das einer haben von euch? Nee, ich hab's nicht. Nee, wir verlosen das fürs Kinderhospiz in Mahl. Ihr müsst richtig was rausballern. Wir verlosen das an das Kinderhospiz in Mahl? Ja, können die Breaking Bad gucken, die Kinder. Quatsch, wir verlosen das an Leute, die was dafür bezahlen. Ihr bietet bitte und dann geht das Geld ans Kinderhospiz in Mahl. Geht das? Können wir das machen? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob das vor Weihnachtszeit. Nee, ich glaube, das geht nicht, Thorsten. Okay, dann Fresse halten. Spendet bitte an das Kinderhospiz in Mahl. Genau, spendet an das Kinderhospiz in Mahl. Und ihr kriegt nichts. Und ihr kriegt ein gutes Gefühl. Und wir lösen auf, ob die Nase von Gary an der Brille befestigt ist oder tatsächlich. Ja, so lustig ist das. Wieder Kartoffelmann. Naja, komm, es geht. Ja, komm schon. Ja. Hast du gerade Kartoffelmann gesagt? Ja. Wir wollen nicht drüber sprechen. Also, danke fürs Zugucken, wie gesagt. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was wir da mitmachen sollen. Ja, wieso? Ihr habt doch gerade. Wir überlegen uns, ob wir das irgendwie. Spenden überlegen kannst du doch trotzdem. Ja, was? Spenden kannst du doch trotzdem. Ja, das hat Thorsten ja eben gesagt. Wir sollen ans Kinderhaus, wenn euch das gefallen hat, dann liked uns, dann unterstützt uns meinetwegen bei Patreon. Meinetwegen. Gebt das weiter, ja, twittert das und so weiter und spendet an das Kinderhaus Peace in Mal. Ist doch ganz einfach. Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz. Warum musst du denn schon wieder dazu sprechen? Neun Aufgaben. Sag doch überhaupt. Die können doch auch mal hier. Da ist doch Weihnachtszeit. Ja, ich Zeit sag doch des Gebens. Ja, genau. Ne? Und des Miteinanders, ja, und des Menschlichseins. Ist das Auto?
Was? Ja. Das Auto machen wir beim nächsten Mal. Machen wir beim nächsten Mal. Da müssen wir uns was Spezielles einfallen. Musst du denn am Ende jetzt wieder so einen fiesen Betrieb hier machen? Das ist doch funktioniert nur, wenn du drauf anfängst. Kennst du nicht? Mach ihn ja, so fiesen ja, Betrieb? Kennst du nicht? Fiesen Betrieb. Mach ihn nicht? Kennst du nicht? Nein. Mach ihn nicht so fiesen Betrieb? Nein. Gib dem Affen keinen Zucker jetzt. Was? Das ist so mal ganz anderes. Kein Zucker gehen. Was? Du kannst das Pferd nicht von innen aufziehen. Da bist du aber ganz schön auf dem Holzdampfer. Mein lieber Herr, das war's von uns. Das war von uns. Danke fürs Zugucken. Danke fürs Weiterempfehlen und alles Gute, auch beruflich. Toi, toi, toi. Ja, war doch viel Schönes ja, dabei. Ja. Ja, wir müssen uns demnächst überlegen, wie wir Gundula eine Plastiktüte beim Schädel ziehen, mittendrin, wie in so einem Film. Wenn du was sagen willst, sag das, aber dann sag das auch. Sträter, Bender, Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch das Video, gemacht ja, das ja, ist ein Abspann, weißt du, man nennt das Abspannvideo. Abspann. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspanner, kann man. Da unten, da. Oh, da? Da, genau, da? Auf deinem Gesicht. Da, auf meinem Gesicht, ja, ja, hast genau. Du das dahin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Also schön, falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann... Man sollte das machen, dann ist man immer kann man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.